So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen Special. Ja, hatte ich schon wegen länger vor. Ich hatte nur irgendwie keine Zeit, deswegen kommt es jetzt über 2 Monate zu spät. Mein 2-Jahre-Special. Bin seit 2 Jahren auf YouTube. Seit 2 Jahren mache ich nur Scheiße. Perfekt! Daumen hoch! Und da fällt mir ein, ich muss noch eine Kleinigkeit ändern. Wartet mal kurz. Brauche ich gar kein Split-Movie. Ich will hier nur ein Video machen. Ein langes, ja, dazu habe ich gedacht, als 2 Jahre Special, Let's Play nochmal das erste Spiel, das ich Let's Play hat. Super Mario Chronicles, ja, wir fangen an mit Welt 1, Ende. Heute mit Gamepad und mehr Frames und natürlich, habe ich die Auflösung? Moment, ich muss jetzt selbst gucken, habe ich die schon eingestellt? Ja, habe ich alles damals schon, als ich es machen wollte, vorbereitet. Läuft super das Spiel. Ja, ja, willkommen, Secret Mario Chronicles, das Classic Jumper Run, bla bla bla. Bla bla bla, you need 5000 Points to save in, bla 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 bla. Oh, nein, ich will mich nicht ducken. Ich will mich nicht ducken! Ich sollte vielleicht lieber mit den Tasten. Yeah, ich habe einen Pilz gefressen. Jetzt habe ich Hallus, ich werde größer. Ja, liebe Leute, esst Pilze, dann werdet ihr größer. Ich empfehle Knollenblätterpilze, die sind richtig lecker. Kann man so viele essen, wenn man schnell zum Arzt geht, kann man das wirklich. Sehr schnell, ich glaube innerhalb von 24 Stunden oder so. Oder waren es 10 oder 2? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Schon wegen her, dass ich das in der Grundschule hatte, ja, ja. Ja, wir hatten das mal in der Grundschule, weil... Ja, wir wohnen in ländlicher Region, also Dorf, ne? Und schön, wie ich das gemacht habe, ja. Wie beim ersten Mal, na, noch schlimmer. Ja, damals habe ich noch scheiße gerendert, ich weiß es. Und ich habe mit Tastatur gespielt. Das war krass. Man hat sie gehört, man hat sie gehört. Und die Audioqualität von mir war grottig. Und auch mein Kommentarstil war grottig. Okay. Das ist immer noch. Es hat sich also nichts geändert. Hey. 2 Jahre dieselbe Scheiße. Und es gibt Leute, die haben mich abonniert. Gut, damals hatte mich... Einer hat mich, glaube ich, irgendwann mal abonniert in der... Nein. So, ich kann jetzt entweder in die Röhre... Ich gehe scheinbar in die Röhre. Überraschend. Ich überrasche mich immer wieder selbst. Komme ich doch bestimmt irgendwie hin, oder? Komm schon, ich bin ein kleiner, grinsender Junge. Ich komme da hin. Oder auch nicht. Ach, komm schon, gib mir die Münzen. Nein, die kann man das Spiel nicht backen. Nein, komm nicht hin. Ich muss wahrscheinlich... Da komme ich. Moment, wenn ich da hinkomme, muss ich doch da auch hinkommen. Ja, ich komme dahin. Ich sammle die einfach ein, weil man hat hier kein Zeitlimit praktischerweise. Aber scheinbar wird das Spiel nicht mehr irgendwie weiterentwickelt, weil es gibt keine neue Version. Es ist immer noch... Ich muss ja die richtige Taste drücken, dann geht's vielleicht auch los. Ja. Das ist Gewohnheit vom... Die Blöcke wollen mich doch verarschen. Von Super Nintendo Emulator ist meine Steuerung ein bisschen anders belegt. Pilz! Spring! Ah, perfekt. Perfekt, so hatte ich mir das vorgestellt. So nicht anders spielen Pros, also... Wenn ihr mal wissen wollt, wie ein Pro spielt, schaut einfach mir zu. Oh, ich gehe da lieber mal weg. Ich gehe da auch gar nicht mehr hin, nein. Das hat mich schon immer in Mario getötet, so... Ach so, ja, ja, eine Biene. Ja, ich will kein Wein, Wann das jetzt? Was das für ein komisches Geräusch. Egal, was wollte ich sagen? Hat mich immer in Mario getötet durch die gegengeschossene Koopa-Shells. Wer kennt sie nicht? Wo muss ich denn hin? Ach, ich kann da durch, okay. Bin ich da oben auf? Will ich da rauf? Nö, willst du nicht, aber du gehst da trotzdem rauf. Nur um das Let's Play die Länge zu ziehen. Ja, damals habe ich 3 Stunden noch was gebraucht. Da gab es das 10-Minuten-Limit, also... Beziehungsweise 10 Minuten 59 Sekunden Limit. Ja. Gibt's ja heute nicht mehr, deswegen kann ich das als eine Folge hochladen. Ja, eine 3-Stunden-Folge. Oder wie lange auch immer ich es brauchen werde, bis ich es durch habe. Also, ich brauche schon mal 5 Stunden, um da hochzukommen. Man rutscht so schwingend, das ist ja wegen. Also, man bleibt nicht sofort stehen, sondern man rutscht. Hä? Was tut man? Wo rutscht man? Hä? Verstehe ich nicht. Nein, kann die Steine nicht kaputt machen, mitnehmen. Ui. Wow, ich sollte vielleicht ein bisschen auf die Map gucken. Ach.
Wow, eine Münze, hey. Ich will mal sowas wie eine Blume oder sowas. Dachte ich eher. Ich soll vielleicht nicht so hektisch spielen. Was ist denn da oben noch? Blau. Ein Pfeil? Eine Röhre? Danger? Och nö. Wo sind hier Danger? Und eine Kettensäge. Kettensäge, ja. Guckt euch die Kettensäge an, wie sie rund sie ist. Kettensägen sind immer rund. Gibt doch absolut Sinn. Yay. Wow, ich glaube, so lange habe ich beim letzten Mal eins das erste Level gebraucht. Da habe ich das erste auch mit Windows Movie Maker noch gerendert. Die in Vista 64-Bit-Version, die in Vista integriert ist. Na, Hauptsache ist schon mal 64-Bit, ne? Das ist schon mal wichtig. Und das erste Video, die erste Videos habe ich noch in 1080, fällst du mich irgendwie runter? Wow, ist der schnell. Oh, ich habe ein Up gekommen. Ja, ich würde kein Up. Hier geht's nicht Up. Sag das doch gleich. Komm, ich stehe in der Luft. So geht's mir öfters. Einfach mal in der Luft gestanden. Das ist wie meine Wochen in Planung. Die steht auch immer in der Luft. Oh, da ist was drin. Wow, zwei auf einmal. Yeah, und jetzt bin ich Koch oder Bäcker oder Müller oder sowas, keine Ahnung. Halt, ich will in die Röhre, wenn ich da nicht reinkomme, nein. Yeah. Ich kann Sachen anzünden, volles brutale Killerspiel. Ich kann Dinge anzünden, brennt Bäume. Ach, die brennen ja gar nicht. Ich kann nur Tiere töten. Voll langweilig. Oh, ich habe einen Pilz als Reserve. Gab's das damals? Ah ja, das gab's damals auch schon. Natürlich, es kam keine neue Version seit 2 Jahren oder so raus. Es gibt keine neuen Gegenstände. Denke ich mal nicht, nein. Ich sollte aufhören, so Blindjumps zu machen. Blindjumps. Ah, das war diese Scheiß. Mir wollte auch mal jemand Levels schicken. Aber den Kanal gibt's inzwischen nicht mehr, der mir das mal schicken wollte. Gemeint, soll er mal machen. Das ist voll schwierig und so. Ich hab nie irgendwas bekommen. Hat wieder behauptet, Schulstress. Als ob man in der Schule Stress hätte. Die kann ich nicht anzünden, toll. Ich nehme die Münzen alle mit. Ach, was mache ich denn? Oh, es regelt Blumen vom Himmel. Kräuter, Jungs, ich sag euch, esst Kräuter, das hilft. Einfach alles, was ihr auf dem Waldboden findet, essen, das bringt's. Das bringt's. Warte mal. Ah. Nur diese Sprünge. Lass mal schauen, ob da was kommt. Was soll ich noch erzählen? Ja, damals. Da habe ich noch 1080p gewählt. Weil ich irgendwie dachte, das wäre auch 16:9, aber bei. Windows Movie Maker in der Vista-Version, ja, da kann man die Auflösung nicht frei wählen. Das kann man erst beim Live irgendwie, aber das soll scheiße sein, keine Ahnung, benutze ich nicht mehr. Da war 1080p irgendwie. Ich habe übrigens die Musik auch als Videos hochgeladen, nur so, dass man gucken will. Ich bin noch nicht sicher, ob ich. Ich werde es, glaube ich, der Playlist Specials und Mario Chronicles zuweisen. Ich will doch da gar nicht runter. Ich will nichts mit rollenden Kugeln, die Stacheln haben, zu tun haben, die mich töten wollen. Ich meine, wenn sie jemand anders töten würden, dann wäre das ja in Ordnung, aber mich? Ne, das geht gar nicht. Was wollte ich sagen? Ja, und der hat total merkwürdige Einstellungen. Der hat, was hat er gehabt? Statt 1920 mal. Was mache ich denn da? Ich weiß gar nicht. Ja, es könnte einen Moment dauern. Also, ja, es. Ich soll vielleicht aufhören, das ständig runterzubringen. Bringt's vielleicht was? So schon eher. Wie wollte ich sagen? Das sieht nicht so gut aus. Solche Pilze müsst ihr essen, Jungs. Solche Pilze. Die so komisch aussehen. Ihr wisst schon Bescheid. Das ist wie mit Essen, das irgendwie so komisch aussieht oder oben schon drauf schon weiß ist, das ist immer gut. Das hilft.
Der hat statt 1920 mal 1080 irgendwie, ich glaube, 1440 mal 1080 gemacht, was dann zu wunderschönen Fenstern führte. Ich hatte am Anfang auch noch wegen hohe Auflösung. Nein, meine Blume! Jetzt muss ich wieder Kräuter essen, damit ich wieder Feuer werfen kann und Dinge ein. Wir merken uns, im Gegensatz zu Super Mario World kommen sie hier auch aus der Röhre, wenn man draufsteht. Jetzt habe ich wieder nichts mehr. Ich brauche ein Leben. Ich habe nur noch drei. Ich könnte mal speichern zwischendrin vielleicht. Ach nö. Ich spiele es jetzt ohne Speichern durch. Hä, warum bin ich da jetzt runtergefallen? Ach, wenn man runterdrückt, kann man runter. Okay. Haben wir wieder was gelernt? Etwas, das wir gar nicht lernen wollten, aber hey. Ich wollte auch nie lernen, dass größtenteils alle Leute Idioten sind. Ich habe trotzdem gelernt. Das bezieht sich nicht nur auf Hauptschüler, sondern auch auf Realschüler und... Gut, Gymnasisten kenne ich jetzt nicht so viele. Hallo? Was soll denn das? Ging doch eben auch, komm wieder weg. Was zur? Ich mache irgendwas falsch. Ah, ich darf nicht nach oben drücken. Ah, das ist der Trick. Ich darf aber auch nicht falsch springen, sonst bin ich tot. Das sollte man auch immer bedenken. Der flog aber schön. Was ist denn das jetzt? Nein, dann runter will ich nicht. Moment, ist da unten was? Nein, das sind keine Gegner. Dann hole ich mir erstmal den Pilz. Ist da ein Pilz drin, bitte? Ja. Die Entwickler wissen, was ich brauche. Pilze! Immer wieder gut. Kriegt man so schöne Farben zu sehen, wenn man ja die richtigen Pilze isst. Und aha, dieses Mal nicht. Oh. An diesen Sprüngen bin ich... Ach, die verrecken jetzt alle an dem Ding und ich bekomme die Punkte dafür. Oh, an solchen Sprüngen bin ich da immer verreckt beim ersten Let's Play, ich weiß es noch. Gut, mit Tastatur... Sowas spielt man auch nicht mit Tastatur, das gehört sich einfach nicht. Jump'n'Runs spielt man mit Gamepad und mit nichts anderem. Oder vielleicht mit dem Lenkrad, ja, mit dem Lenkrad, da kann man ziemlich alles spielen. Außer Rennspiele, das geht nicht. Also sehr gut kann man vor allem... Oh, was mache ich denn da? Shooter-Spiele mit Lenkrad-Spiel. Ganz schön heiß hier. Ja, one up. Ich nehme doch ein paar mit. Kann mir noch ein Leben kaufen. Was geht's denn da hinten noch hin? Ja, ja. Hallo. Na komm her, Süße. Ah, ich mag stachelige Frauen, Gott, oder? Eine rote Münze. Ich glaube, wenn ich alles sammle, kriege ich ein Leben. Sammeln wir sie nicht alle. Oder, keine Ahnung, wenn ich eine bestimmte Anzahl sammle, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, mal irgendwo erklärt. Ich habe es nicht gelesen. Feuer! Feuer! Ich bin ein verrückter Irrer, der Feuer schmeißt. Und jetzt ziehe ich neben ihr ein Holzhaus. Ach nein, wir leben ja nicht in Amerika. Hier gibt es keine Holzhäuser. Ja, auf jeden Fall bin ich dann beim Windows Movie Maker auf 720p umgestiegen. Wow, da wollte ich jetzt zwar nicht runter, aber passt. Doch, ich wollte natürlich da runter, war perfekt, genauso geplant. Und ja, da hatte ich diese schwarzen Balken nicht mehr. Dafür war da allerdings dann die Videoqualität natürlich ein bisschen geringer, weil das Ding niedrigere Bildraten ansetzt. Wollte ich mal so nebenbei erwähnen. Dann irgendwann bin ich auf Abidemux, als das Limit weg war. Dieses. Nein, es kam das 15-Minuten-Limit. Wo man, glaube ich, trotzdem 15,5 Minuten oder so hochladen konnte. Und dann kam kein Limit mehr. Und dann bin ich umgestiegen auf Abidemux und dann irgendwann auf Migoli. Als ich dieses Script-Bug hatte. Es klingelt! Mach doch mal an! An. Ja, macht an. Wenn es klingelt, mache ich über den Fernseher an, damit ich das Klingeln nicht mehr höre. Oder denn, nein, ich gucke natürlich kein Fernsehen. Ich bin keiner von diesen Psychos, die Fernsehen gucken.
nachher, weil mich immer wieder die Leute fragen, wie ich denn so hoch springe und so. Und ja, also wenn man rennt, kann man schon mal höher springen. Und wenn man diesen hier tut, fängt mir irgendwann an so zu leuchten da unten, dann kann man... Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil... ich nehme mal diese... Aua. Oh, mein Gehirn! Das mache ich immer, bevor ich Let's Play, einfach mal so gegen Steinblöcke springe. Nein, auf jeden Fall, so hüpft der normal und wenn man liegen bleibt und so, dann kann man noch höher hüpfen, wie man sieht. Also irgendwie, ja, ein Stück höher noch. Weil mich immer wieder Leute, gelegentlich mal wieder Leute anfragen, ey, wie hast du diesen Übersprung gemacht? Ja, wo so überhoch ist, weißt? Und so über ist, ne? Kann übrigens nur ich diesen Sprung, ne? Also im normalen Spiel geht das nicht, das geht nur in der Special Honk Edition. Die nur ich hab. Ich stehe schon wieder. Oh nein, die verstehe ich nicht. Yeah! Vincent! Ich gehe da mal rein. Oh, und ich hab gewonnen. Oh, jetzt gibt's nicht mal mehr Weg, ey. Da haben sie aber wieder gespart. Dafür zahle ich Steuern! Halt, ich zahle ja gar keine Steuern. Aha! Sehe ich jetzt erst. Ja, bleibe ich unten stehen, da ist es viel lustiger. Ich dachte, das andere würde runterfallen, deswegen wollte ich schnell weiter und habe die Pflanzen gar nicht gesehen. Und irgendwie läuft das Spiel, glaube ich, von Natur aus nur mit. Nein, die bleibt sogar in der Luft. Mit 25 Frames, weil irgendwie, keine Ahnung. Es ruckelt überhaupt nicht, obwohl ich weniger habe als, naja, egal. Sieht ja bei euch vielleicht bescheißen aus, aber das ist euer Problem. Sieht aus wie meine Abonnenten. Richtig scheiße. Leben. Vielleicht bringt der hier der Hype. Ach, da kann ich auch runter, wenn ich die Runtertaste drücke. Na, das hat sich aber jemand ganz Schlaues ausgedacht. Das kann ich hier auch? Nein, hier geht's nicht. Ich wollte noch diesen hohen Sprung testen, ob der hier auch bringt, geht, möchte, machen. Aber das war wohl keine so gute Idee. Naja, man möchte auch nicht zu viele Leben sammeln, ne? Das muss man die alle mit sich rumtragen und ja, die sind ja so schwer und die Pilztrips halten auch immer kürzer. Das ist eine Geschicht gleich im Arsch. Man rutscht hier auch noch, sehr schön. Was war das denn jetzt? Vielleicht soll ich doch mal speichern. Habe ich das irgendwo belegt? Ja, nee, da schon mal nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich darf gleich mal neu starten, mein Special. Das ist jetzt ein guter Punkt, um halt zu speichern. Keine Beschreibung. Beschreiben wir das doch mal. Hier, nein. Ja. Vielleicht doch mal speichern, ne? Während ich meine Hose hier wieder voll schwitze. Ich sage immer, ich schwitze die Hose voll, weil ich zu faul bin, aufs Klo zu gehen und dann passiert sowas, dass ich da eben voll reinschwitze, ne? Ihr kapiert also. Ich schwitze da rein. Nichts anderes. So. Wir nehmen wieder Münzen mit. So, gucken wir mal, wie wir da hochkommen. So schon mal nicht. So rutschen wir durch die Gegend. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Musik auch hochgeladen habe? Ich glaube schon, aber ich erwähne es halt nochmal. Hui. Weil ich es kann. Aua. Kopf tun weh. Achso, alles wie immer. War das jetzt so eine gute Idee? Nein. Du scheiß Pflanze. Diese genetische Beeinflussung. Ich bin doch gegen Genexperimente an Pflanzen, die mich angreifen. Ich meine, bei Pflanzen, die mich nicht angreifen, geht das ja. Aber bei Pflanzen, die mich angreifen... Auch bei Tieren, die mich angreifen. Stinkst voll, weißt du das? Wo muss ich denn da hin? Aufwärts. Bling, bling, bling. Wow, Hab ich noch einen Pilz? Ja, ich hab noch einen Pilz. Naja, ich falle wenigstens nicht runter. Ist doch schon mal was. Und da wächst Gras nach unten.
kennt man ja. Gras, das an Balken wächst, die im Himmel stehen. So, tschüss. Wer kennt es nicht? Man kann übrigens auch im Level speichern für 3000 Punkte oder so. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal überhaupt nicht geblickt oder so. Keine Ahnung. Ich kann auf Wolken stehen. Haha, ein Extra-Liefe. Ich mag Extra-Liefes. Die geben mir nämlich Extra-Lief und noch ein Extra-Lief. Jetzt nicht an diese Turtle-Shell. Ich dachte mir, die Turtles werden größer. Ui, ich bin gut. Ich bin so super. Haha! Warum auch immer im Wasser Eis ist. Frag mich was Einfacheres. Manchmal reagiert mein Gamepad ein bisschen über, muss ich sagen. Manchmal laufen wir auf einfach ganz spontan in Gegner rein. So ein Hobby von mir, wisst ihr? So ganz spontan mal in Gegner reinlaufen. Mache ich wirklich gern, ne? Ich habe immer noch zwei Leben. Ah, so, nö, keine Ahnung, hä? Ach so, das ist mein, ich habe immer zwei Leben, G, Minimum. Wow, das war gemein. Könnte von mir sein, das Level, hä? Nein, das ist nicht die original Mario-Musik. Das ist bloß eine billige Kopie. Oh, ich krieg nicht mal ein Leben. Vorher habe ich doch alle 9 abgeräumt, wenn das 9 waren. Ist wohl kein Bowling? Bowling? Nee, war das Bowling? Kegeln? Tod! Hey, schön! Das ist übrigens wieder mal ein verdammt guter Moment, um zu speichern. Und wie ich gerade sehe, aktualisiert sich das wohl nur recht langsam. Jetzt müssen wir nochmal... Jetzt habe ich noch ein Leben. Ändert sich das dann während des Levels erst? So. Was? Oh, ich habe 0 Leben. Nee, hä? So, dann eben nicht. Ich wollte mal zeigen, wie es aussieht, wenn man Game Over ist. Natürlich. Was sonst? Deswegen habe ich mich jetzt absichtlich sterben lassen. Und hier wird schon wieder so wahr. Alter. Ich muss da mal an das Gamepad vielleicht kaufen. Behaupten die Leute auch immer, Xbox 360 Gamepads sind so gut, aber deswegen überempfindlich. Mei. Jetzt dreh hier nochmal um, ich pack's nicht. Warum dreht er jetzt nochmal um? Das hast du nur gemacht, um mich zu ärgern. Diese rassistischen Turtles, Schildkröten. Jetzt dreht er natürlich nicht nochmal um, na klar. Oh. Schön. Tschüss. Ich brauche das Leben noch für später, wenn ich an anderen Punkten sterbe, die jedes Kleinkind schafft zu bewältigen. Zum Beispiel diesen Punkt. Game over. Ich kann kein Englisch. Rede doch mal Deutsch mit mir, wenn du willst. Wieso lande ich jetzt wieder im Menü? Ich verstehe das alles nicht. Das wird nicht im Tutorial erklärt. Welches Tutorial? Ach ja, die Blöcke, die ich nicht gelesen habe. Man liest kein Tutorials. Das ist wie Handbücher lesen. Was Ekliges macht man einfach nicht. Einfach, ekelhaft und... Dann weiß man genau, der hat Handbuch gelesen. Ja, das ist total der Noob, ey. Moment mal, ich kann laufen, ohne meine Füße zu bewegen. Ich hab Rollen! Mit ganz langsamem Düsenantrieb. Kann ich auch rückwärts? Nein. Ich kann keinen Moonwalk. Oh. Was? Den habe ich nicht gesehen. Das war unfair. Der ist viel zu klein. Was zur Hölle?
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir stellen fest, Verdrängung funktioniert. Sehr gut. Ha, perfekt, so habe ich mir das vorgestellt. Ach komm! So was hasse. Ja, ich kann nicht lesen. Also blend mir hier keinen Text ein, ich kann eh nicht lesen. Ich bin Analphabet. Ich kann nur lesen, wenn ich meinen Arsch auf den Monitor drücke. Ja, so chatte ich dann auch. Jetzt würde ich es mit dem Arsch lesen. Und jetzt würde ich nur mit Arschen chatten, was auch stimmt. Ich grüße übrigens Delfino, der sich dieses Video auch anschauen wird. Der dumme Arsch. Wenn er irgendwann mal wieder online kommt. Ich bin so lange offline. Nee. Echt, ich glaube, ich muss den aus ICQ löschen. Der ist schon länger als 5 Minuten offline. Also das geht gar nicht. Ne? Also länger, Leute, die länger als 5 Minuten offline sind, sollte man wirklich aus einer Freundesliste löschen. Ich könnte hier mal speichern, aber das wäre langweilig. Hahaha, bist viel zu klein. Sag ja, der ist viel zu klein. Willst du mal mein Geschoss sehen, Kleiner? Das ist echt ein Geschoss, sag ich dir. Also mein Geschoss jetzt. Will ich da hoch? Ich glaub's nicht. Ich will einen Pilz oder eine Blume oder sowas. Das bewegt sich unten runter. Was will mir das Spiel damit sagen? Das Leben geht auf und ab. Für dich nur ab. Billige Kanonenkugel. Ich habe schon größere Kanonenkugeln mit meinen Zähnen gefangen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, ich muss da links lang. Das ist wieder ein hässlicher Abonnent. Oh, eine Kettensäge. Kettensäge, Kreissäge. Hammer. Wo ist denn da der Unterschied? Funktioniert doch alles genau gleich. Mit beiden kann man, mit allen drei kann man ein Loch in die Wand bohren. Passe ich da drunter? Passe ich da drunter? Ich passe da drunter. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr ducken müssen. Ich bin so ein schlanker Typ. Ich passe überall drunter. Vor allem unter Frau. Das ist voll sexistisch. Hey, da wächst Gras auf der Röhre. Hey, auf meiner Röhre wächst kein Gras. Ich spinne da mal da weiter, ne? Man merkt schon, in den letzten 2 Jahren ist das Niveau kräftig gesunken. Haha, wie ein echter Überpro, der ich nun mal bin. Ich kann auch nichts dafür, dass ich so gut bin. Dumme Kreis. Jetzt sage ich Kreissäge, ja. Sieht aus wie eine Kreissäge, passt schon. So, kann ich da rein? Nein. Das sind die ganzen Röhren, damit ich da eh nicht rein kann. Ich meine, das ist wie so ein Haufen Frauen, so nackte Frauen hinzustellen, dann sagen, du kommst da nicht rein. Komm ich da irgendwie runter? Kann ich da hinrennen und dann... Ja, das funktioniert. Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht so clever. Der kommt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Was ist das denn? Ach ja, das war dieses, ich weiß gar nicht, Geisterpilz-Dingsbums, wo man irgendwie so tun konnte und... Das hat dann, glaube ich, wieder aufgehört mit der Zeit, oder? Ja. Ich kriege wieder Farbe ins Gesicht. Ist ja ekelhaft. Ich bin nicht mehr weiß. Uiuiui! Das überspricht überhaupt nicht der Realität. Ich bin viel weißer in der Realität. Nicht so ekelhaft schwarz, leicht rosa gefärbt wie hier. Mensch, ich bin keine Fliege. Fress die. Ich passe doch gar nicht in den Mund rein. Und jetzt muss ich irgendwie hier runter, glaube ich. Der Pfeil sagt mir, geh in das Rohr. Das ist ein Abwasserrohr. Voller Scheiße. Da passt du hin. An einen Ort voller Scheiße. Ja.
Nein, ich passe natürlich nicht dahin, wo meine Abonnenten sind. Ich will diese Feuerblume. Ich meine, dieses Kräuterdings, das mich Feuer werfen lässt. Ganz klar. Es ergibt absolut Sinn. Absolut Sinn. Münzen! Kennt ihr das? Überall liegen ständig Münzen rum. Es ist, man läuft, egal wo man hinläuft, Münzen ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld, das hier überall rumliegt. Das Geld liegt auf der Straße, du musst dich nur danach bücken, Süße. Was? Ich soll mich auch danach bücken? Nee, das ist mir zu viel Arbeit. Kann ich da rein? Nein. Geh schnell weiter. Oh, das war gut, dass ich da weitergegangen bin. Ach, fuck. Falsche Richtung geschossen. Was zur Hölle mache ich denn da alles? Kaputt? Ich bin wie ein Panzer. Ein Mammutpanzer, einfach mal irgendwo. Oh, was war das? Ah, ja. Was war das? Oh, ein Pilz. Oh, ich soll den aussammeln. Oh, zu schwer. Oh, ja. Ja, seitlich. Seitlich weghüpfen, wenn man gerade nach oben will. Nein, wenn ich hier den Jump mache, dann... Wenn man das Schlaufen nur gedrückt hält und springt, kommt man auch höher hinaus. Wenn man das natürlich falsch macht, dann landet man wieder unten. Aber ich mache nie was falsch. Ich demonstriere es höchstens. Ich bin wie ein Lehrer. Ich mache nie was falsch. Ich demonstriere es immer nur. Was man falsch machen könnte. Boah. Ich muss euch das öfters demonstrieren, wie man das falsch macht, weil ihr begreift es sonst nicht. Ihr seid ein bisschen langsam im Kopf, wisst ihr das? Ich glaube, ich will gar nicht mehr oben lang. Letztes Mal will ich unten lang, ne? Ich sollte vielleicht mehr nach rechts drücken, wenn ich nach rechts will. Ja, ordentlich rechts drücken! Dann kommt ihr ordentlich weit rechts! Rechts ist gut! Da gibt's Münzen! Ja, ich könnte jetzt noch einen Witz machen über Mario, wie er seine rechte Hand immer wirft, wenn man erhebt im ersten Mario Teil. Hey, eine Schlucht! Ich treffe sie! Das könnte die einzige Schlucht weit und breit sein. Ich würde sie treffen. Oh, das sieht man mein Datum, wann ich spiele. Nein, das stimmt nicht. Ich habe die Microsoft... die Microsoft... Ich hab's drauf, ja? Die Microsoft-Uhr, ja, ja, ja. Die Windows-Uhr mal umgestellt. Ich stelle die Uhren bei Microsoft. Ich arbeite nämlich als Uhrensteller bei Microsoft. Das ist total der anstrengende Job, weil wenn ich die Uhren falsch einstelle, dann wird bei allen Windows-PC die Uhr falsch eingestellt. Bei allen. Auch wenn ihr ja nicht mit dem Internet verbunden seid, werden die Uhr dann trotzdem über das Internet synchronisiert. Auch dann, wenn ihr Windows gar nicht installiert habt, wird die Windows-Uhr von über Windows, über Microsoft synchronisiert neu und ich halt schon die Fresse. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weg, voll! Hör mal weiter nach rechts. Und spring mal spontan in den Gegner rein. Das war kam selbst für mich überraschend. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Gibst du mir die Pilze? Ich hab Pilze, also ich nicht selbst, ich hab sie eben zum Essen, ne? Hab ich mir abgeschaut. Ja. Na, fick dich doch! So kriege ich nie wieder eine Blume. Ohne Blume ist scheiße. Das ist wie Mario spielen, wenn man klein ist. Das ist auch scheiße. Ah, schade, rollt nicht den Abgrund runter, aber was soll's. Ich sollte vielleicht etwas langsamer spielen. Ich hatte doch da irgendwo eine Blume hier, oder?
Nein, die bekäme ich da oben. Nein, da oben bekomme ich sie auch nicht. Da bekomme ich nur ein Leben. Ich könnte ja Leben farmen, weil ich bekomme da ein Leben und könnte mit Münzen sammeln. Ich bekomme kein Leben. Leben ist was für Sager. Wieder Spieler auf mein Leben ruiniert. Also zum Glück habe ich noch ein extra Leben. Nicht wieder da oben lang, wirklich? Nein, aber... Das hält mir jetzt nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. Wow, Wolken! Oh, Wolken! Was ist das denn? Noch mehr Wolken. Guck mal, alle so griesgrämig. Was haben denn die? Oh, fick dich, das sind Blöcke! Komm du her! Kennt ihr das auch, wenn plötzlich aus dem Nichts Blöcke erscheinen, die ihr nicht gesehen habt? Ich war doch so gut am Anfang. Wer ist denn schuld? Meine Abonnenten. Wer denn sonst? Ja, ich kann's ja nicht sagen. Ich spiele schließlich perfekt, ne? Also... Ich will euch nur demonstrieren, wie man es falsch macht. Ich will den... Pieper-Pilz? Nein, jetzt kriege ich den Pilz nicht. Nein! Ah, ist der wieder klein durchlaufen, ne? Und kotzen. Ist alles deine Schuld und deine Fick. Läuft super, ja. Fürs Dummy-Let's Play habe ich 3 Stunden noch was gebraucht. Ich hatte gehofft, das hier ein bisschen schneller abzuschließen. Ich glaube, es wird länger werden. Ich brauche irgendwas zum Großwerden. Gibst du mir den Pilz, ey? Ja, ey, kommst du nicht rein? Man guckt sich dumm an, ey. Schuhe Arsch, Presse Arsch, Hose Arsch, Handy Arsch. Das ist nicht mal ein Handy, das ist ein Smartphone. Komm, geh weg, du Schwuppe. Mein Handy kann man telefonieren. Mit meinem auch. Moment, also ICQ, Skype, App 1.738.000. Mit meinem kann man auch telefonieren. Man muss sich nur durch 50 Milliarden Apps scrollen. Dann kann man telefonieren. Vielleicht. Ach, komm schon. Das ist ein rassistisches Spiel. Tschüss. Gib mir mal das Leben hier. Hey, ich hab's gefangen. Haha, ich hab die rote Qualle zerquetscht. Ich bin so gut. Kniet nieder und nennt mich. Ich würde sagen Gott, aber Gott gibt's nicht. Ich will keine Person sein, die es nicht gibt. Ui. Man muss es nach links ziehen, bevor man rechts ankommt. So, jetzt bitte nochmal mit Gefühl. Ich gehe noch mal raus. Ja, Hauptsache weiter lächeln. Erinnert mich an den Pip-Boy. Der lächelt auch immer. Also zumindest in Fallout 1 und 2. 3 kann ich nichts dazu sagen. Den Scheiß habe ich nur mal kurz angespielt. Viel zu viel Oblivion. Viel zu wenig Fallout. New Vegas ist besser, habe ich gehört, aber immer noch nicht so wirklich. Naja. Gut, aus Scheiße macht man einfach keinen Eintopf mehr, ne? Höchstens Schokopudding, aber... Den isst man dann ja auch nicht selber, ne? Den verschenkt man seine besten Freunde und Verwandten. Und da gibt's ein Leben und da gibt's eine Blume. Nein, da gibt's ein... Kann ich damit da hoch... Wow! Kann ich damit auch durch Gegner springen? Ich weiß nicht. Nein, kann ich nicht. Das war eine sehr gute Idee. Jetzt gehe ich da oben nicht mehr auf. Nein, danke. Lass mal gut sein. Ich sollte solche Experimente wie irgendwo hochkommen, das öfters mal lassen. Och nö. Lauf du mal weiter dumm auf dein Plattfilmchen drum. Und Pilz. Ich hab einen Pilz, guck mal!
Pilz! Oh, niemand will mein Freund sein, obwohl ich einen Pilz hab. Warum will niemand mein Freund sein? Alle Menschen sind Spastis. Ist halt alles scheiße, wisst ihr das? Ich bin so ein unfreundlicher Kerl und trotzdem will keiner mein Freund sein. Der räumt dann auf. So, weiter geht's. Lalala. Die Levelnamen sind auch interessant. Stefane 1. Aber so werde ich doch gar nicht geschrieben. Dummes Spiel, weiß nicht mehr, wie man mich schreibt. Münzen. Toll. Zum Glück gibt's kein Zeitlimit. Doch! Überraschung! Zeitlimit! Ach, Blume! Haha, ich bin unbesiegbar! Bis ich getötet werde. Ja, falsche Taste. Ich bin ein linker Extremist! Ich schmeiß Flammenwerfer an. Flammenwerfer schmeiß ich nach euch, ja! Ihr werdet sehen, ich bin ein ganz böser, ich schmeiß Flammenwerfer nach euch und Pistolen! Und Handgranatenstecker, ha? Halt, Moment. Das letzte soll ich vielleicht nochmal überdenken. Das könnte für mich unsanft enden. Was bringt mir das jetzt? Aha, Geld. Ja, man muss ja ganz schön hoch hinaus, um Geld zu bekommen. Naja, meistens immer, nicht nur manchmal, aber... Oho. Voll reich, Alter. Wow. Man muss aufpassen. Da lauert hinter dem Geld der Tod. Ich habe auch so einen Holzkopf. Klingt so voll hohl, wenn man dagegen hüpft. Wie in der Realität. Bei meinen Abonnenten. Nicht bei mir. Nein, nein. Ich bin ja unglaublich perfekt und so, ne? Und ich habe schweißnasse Hände, warum auch immer. Ich schweiß mein... Ich treffe natürlich das Loch. Ja, ich treffe immer den Spalt. Ja, das garantiere ich euch. Damit stehe ich mit meinem guten Namen. Ich hätte natürlich auch den Pilz von oben kommen lassen können, ne? Naja, von oben kommen. Ich stehe drauf, wenn ich komme. Jetzt ist natürlich ein bisschen spät. Moment, wenn ich dann... Dann habe ich hier noch einen Pilz gefunden. Nein, eine Blume habe ich hier noch gefunden. Ah, da war das. Ja, da habe ich ja wieder meine Blume. Ich mag Blumen. Mögt ihr auch Blumen? Mögt ihr es, Blumen anzuzünden? Mögt ihr es, Blumen zu ver... Nein, das lasse ich jetzt wieder. Diesen Witz lasse ich jetzt lieber. Jetzt werden alle fragen, was für ein Witz, aber gab es gar keinen Witz. Hahaha. Ich bin so bösartig. Was ist denn da drin? Nehme ich. Haha, ihr könnt laufen. Aber ihr könnt nicht feuerfest sein. Ich auch nicht, aber darum geht's nicht. Tower 1. Warum das nur so heißt? Ist doch kein Tower, es sind nur Blöcke, die nach oben führen. Fenster aus Münzen, wie lustig. Irgendwo höre ich hier was schießen. Hey, eine Blume! Nehme ich die mit oder lasse ich sie liegen? Ich nehme sie mit! Allein für das schöne Hintergrundgeräusch. Blume, ich bin unbesiegbar. Blume! Lasst Blumen sprechen! Und bewerft eure Freundin mit Feuer! Oder euren Freund, je nachdem. Welchem Geschlecht ihr angehört oder welches Geschlecht ihr so bevorzugt in eurer Partner. Mein, welcher Mann oder welche Frau mag es nicht, wenn man ihn mit Feuer beschmeißt? Der war schön, ne? Ja, ne? Ja! Jetzt sind wir ganz unten! Damit wir nochmal den Spaß haben, nach oben zu laufen. Psch, mein Gehirnerschütterung wird immer geschüttert. Pfff.
Ganz schön lang das Ding. Ja. So. Da geht's zum Pfeillangziel. Da hat aber jemand Hunger. Ja? Ganz schön langer Braten. Was ist das denn da oben? Wow. Wow, 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 wow. Ich weiß nicht, ob das mit der Feuerblume kaputt schießen kann, das Ding. Kann ich nicht an die Kanonenkugel zurückschießen? Kann ich nicht mal springen lernen? Alles in meinen Abonnenten schuld. Weil sie mir so tolle Fähigkeiten wie Springen nicht bei Amazon gekauft haben. Ich kann sogar Stacheln töten. Stahlstacheln, verbrennt! Verbrennt, nicht reinspringen. Hm, geht nicht. Was macht denn da auch Feuer? Da macht doch noch irgendwas Feuer. Oh, ich habe ein Leben bekommen. Bin ich immer voll dafür. Pilz nicht auch mit. Na komm. Komm. Kriegt man auch ab einer gewissen Punktzahl Leben? Vielleicht bei 100.000? Relax. Okay, machen wir es auch gleich mal. Oh ja, ich relax jetzt. Oh, ich muss so kacken. Oh. Gut. Meine Hose ist voll. So lustig. Was zur Hölle? Ah, du. Und das ist die Pfeife hier. Ah, fick dich doch. Jetzt sind meine Blume und mein Pilz weg. Tschüss! Hab ich das eben durch die Decke Naja, was auch immer. Du könntest natürlich auch einfach mal so probieren, das ergibt natürlich auch Sinn. Gib mir mal einen neuen. Wollte gerade sagen, der ist doch da eben mal durchgefallen, oder? 7! Hey, die können zählen, die Jungs. Das sind auf Zack. Ich sehe schon, die Jungs sind echt auf Zack, wo das programmiert haben. Die können bis 8 zählen schon mal. Können echt zählen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die haben einfach ein paar Nullen entfernt und die Mario-Werte genommen. Da oben. Irgendwie so komisch im Kopf. So als wenn ich gegen ganz viele Steinklumpen gesprungen wäre. Ja, das ist eine Röhre, da komme ich da rein. Die ist zugeschweißt. Und durch. Wo komme ich denn da hin? World 2. Wir sind in World 2. Eatomania. Ach, Essen ist was Schönes. Oh, do you ever warm a secret out of a stone? You shouldn't give it a try anyway. Warm? Was will ich denn mit einem Wurm? Schiederei. Oh, der Stein ist ein Hexer, verbrennt ihn. Wow, 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 wow. Entwickler, ihr seid scheiße. Ich erinnere mich. Was sollte das denn gleich wieder gehen? Ernsthaft, wie soll das denn jetzt schon wieder gehen? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Nein, hier geht's nicht rein. Hä? Wie soll das gehen? Stehe ich gerade nicht. Hm, hätte ich dafür in die andere Richtung springen sollen? Hey, ich behalte meinen Pilz anders als in Super Mario Land oder World oder Peniskopf. Jetzt natürlich so nicht. Ah, so rum. Dann komme ich hier ran. An den. Ach. Ich gehe mal durch diese Tür. Eine Tür, einfach in der Landschaft, klar.
so nützlich wie eine Firewall. So ganz und gar nicht. Nein, Firewalls sind nicht nützlich, weil wenn ihr ein Programm auf zulasst, dann ist es eh, ich flieg da mal weg. Die meisten klicken nämlich bei Firewalls eh immer nur zulassen und wenn der Virus erstmal auf eurem Rechner ist, dann ist es eh schon zu spät. Hardware-Firewall ist dann wieder was anderes, also eine richtige Hardware-Firewall. Hey, guck mal, die sind grün. Von der Polizei. Na, grünes Männchen, was willst du denn? Ja, grüne Männchen einfach anzünden, passt schon. Nein, das Ding brennt nicht. Ah, es ist feuerfest. Ah! Oh, ich hab noch extra so ein cooles Halstuch umgebunden. Mensch, und dann kommt so ein feuerfestes Ding. Ihr müsst euch übrigens immer Halstücher umbinden, wenn ihr Flammen werfen wollt. Und da brennen Fackeln, ach, die brennen dann noch so. Was macht denn der Typ? Wuhu! Wuhu, Weihnachtszauber! Ach, schön. Ah, guck mal, eine schöne Bommelmütze! Und mein Halstuch. Ich habe eine Bommelmütze, aber die Bommel bewegt sich nur leider nicht. Haha, ich bin so gut. Die hat mir damals immer sehr gefallen. Können wir nämlich sogar diese Viecher einfrieren? Eine ganze Münze für mich. Ich habe auch Handschuhe an. Nur die Ellenbogen sind frei, wie man halt so im Winter rumläuft, ne? Oder die Hände, die Hände, ja, ja. Die Hände sind belegt, aber die Hände sind frei. Ihr wisst Bescheid, ne? Moment. Moment. Ah, oh, das Ding lässt sich nicht weg. Oh, doch, es geht. Lässt sich nicht wegschwinden, wollte ich jetzt sagen, ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich Deutsch bin? Mhm. Ich habe Leistungskurs im Deutsch übrigens. Für alle, die es nicht wissen. Yeah, es geht wieder heiß her im Leistungskurs im Deutsch. Ja. Mit der Polizei geht es jeden Tag mehr abwärts. Guter Wortwitz. Ah, wir lachen uns hier tot. Meistens haben sie wahrscheinlich schon erschossen, damit sie ihre Ruhe haben. Geh weg. Noch eine Blume. Guck mal, ich kann Feuerbälle schmeißen. Und nichts damit treffen. Hey, ich bin nicht gut. Und tschüss. Kommt da was raus aus den Röhren? Ich meine, meistens kommt ja in Röhren was rein, aber zum Beispiel ein Braten oder sowas. Ich stehe schon wieder reichlich in der Luft. Aber manchmal kommt auch was aus den Röhren raus. Ich steck mich mal da dahin und duck mich. Du kannst jetzt also nicht auf einer Röhre. Und schon wieder ein Leben. Hey, läuft doch. Ja, da kann ich mich nicht ducken. Oh, wow. Ich weiß gar nicht, kann ich mich auf diesen Platz machen? Hahaha, brennt alle! Ich brenne alles nieder! Ich bin nicht verrückt! Das ist ein ganz normales Hobby, alles niederzubrennen! Das ist wie, ich weiß nicht. Wie Frauen vergewaltigen. Oder angeln. Ganz normale Hobbys. Gut, angeln ist natürlich schon wegen extrem am Limit, aber... Hey! Wir wollen doch mal hier nicht frech werden, ja? Ist halt nur hirnlose Quallen. Also, naja, gut, ihr habt einen Hirn, sonst könntet ihr nicht schweben, aber... Nein, ihr könntet auch ohne Hirn schweben. Mit moderner Technik. Oh, ein Ausrufezeichenblock. Damit komme ich ja auch nicht durch Gegner durch. Ja, genau. Ah, damit sehen uns aber die Kugeln nicht. Aber die, das sehen uns. Nein, ich komme jetzt nicht ran, weil ich sonst verrecken würde.
Und so wird man zwei Dinge auf einmal los, indem man den scheiß Geisterpilz nimmt. Wir nehmen also möglichst nie wieder einen Geisterpilz. Und gehen mal durch den Ausgang. Insgesamt gibt es 4 Level. Ja, 4 Welten meine ich. 4 Level, ja, ja. Nachdem ich jetzt schon, was weiß ich, 10 Level gespielt habe, sind es nur noch 4 Level insgesamt. Ja, 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 genau. Was auch immer ich sage, wird schon passen. Ne? Ich habe eh immer recht. Sogar dann, wenn ich Unrecht habe. Ist da drüben einer? Ja. So ein Haarknoll. Ihr wurde von einer Katze hochgewirkt, oder? Komm, geht's zu. Von einer hässlichen Katze. Ich kann wegen meinem Stuhl knarzen. Ich hoffe, man hört's. Habt ihr auch was von meinem Stuhl knarzen? Hui. Ach, das war jetzt nicht das gewünschte Resultat. Aber dann gehen wir halt weiter nach oben. Oh, die sind massiv, die Steine. Ich töte dich besser mal. Die nehme ich mal mit. Ich lasse dich doch lieber da. Kommst du hier irgendwo? Ach nein, du kommst irgendwo. Ja, du kommst. Oh oh, wo kommt das Ding? Ah ja. Schön warten, einfach warten, einfach warten, einfach warten, einfach springen, einfach gucken, einfach warten. Nein, das ist so hier eine Einbahnstraße, dachte ich. Oh, hier kann ich nicht runterfallen, okay. Wo kommst du jetzt? Du kommst zu hoch. Hey. Von wegen Einbahnstraße. Warum liegt hier Schnee? Warum habt ihr eine Maske auf? Ja, dann blasen wir doch ein. Ich gehe ganz schön weiter. Na! Was? Nein, ich! Ach. Scheiße! Aber mir hat immer noch keiner erklärt, warum da Schnee liegt. Will das mir nicht mal eine Frau tun? Ich war wahrscheinlich schon halber durch im Level. Genau so hatte ich das geplant. Das ist bei manchen Spielen das Steuer-Gamepad, ne? Das war auch schon bei Super Mario Challenges. Schon gelegentlich ein Problem. Haha, du bist viel zu hoch. Haha. Ich glaube, hier einfach warten, ne? Ja. Oh, voll in den Kopf gestoßen. Ach. Ich glaube, da bin ich auch ewig oft verreckt, oder? Ja, damals hat es ewig geruckelt noch, glaube ich, weil ich in den völlig überzogen hohen Settings aufgenommen habe, weil ich der Meinung war, das würde funktionieren. Hat es nicht. So sehen Präzisionssprünge aus. Und jetzt springen wir dann möglichst nicht wieder runter. Ganz schön hoch hier, du. Och nö. Du wirst know, dass hier gleich zwei von denen sind. Tu das wirklich Note? Ich meine, das muss doch nicht sein, oder? Keiner hätte doch völlig ausgereicht. Da haben die Entwickler mal wieder völlig übertrieben. Und ich weiß immer noch nicht, warum hier Schnee liegt mitten im Sommer. Schnee mitten im Sommer. Ach. Schade, dass von dem Film oder... Naja, Film. Nie eine Fortsetzung kam.
Lord of the Weed war einfach cool. Ja, ich tu mich auch. Du sollst mal zum Zahnarzt gehen. Das sieht wirklich nicht gesund aus, was du da machst. Hast. 6 Zähne, das sieht nicht gesund aus. Ich hatte auch mal nur 6 Zähne. Dann sind wir noch mehr gewachsen. Ich glaube, das hat wehgetan. Ich weiß es nicht mehr. Kann sich noch jemand daran erinnern, wie ihm die Zähne gewachsen sind? Aber ich behaupte es einfach mal. Ich könnte natürlich auch nein. Es ist, ich versuche lieber nicht darüber zu kommen. Wie gesagt, ich versuche es nicht. Aber ab einer gewissen Höhe könnte ich es versuchen. Oder ich könnte mich nochmal mit diesen beiden hier anlegen. Nicht das, nein. Wow! Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Ich verstehe schon, da gibt's. Ach, da gibt's ein extra Leben. Ich muss da oben lang. Ah, das ist so. Ah, so, in die Richtung ist das gedacht. Ah, ja, 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 natürlich, natürlich. Hab ich gleich gewusst, hab ich gleich gewusst. Egal, ich hab einen Halstuch oben. Ich glaube, das ziehe ich mir absolut auch immer an, wenn ich Let's Playen gehe. Halstuch. Und ein Kopftuch. Ein gehalstes Kopftuch. Ein gehaltvolles Kopftuch. Für meine gehaltvollen Kommentare. Mein Nachdenken, mein Konversation. Wow. Ich dachte eher, ich bin da reingesprungen. Was soll ich sagen? Konversationshut setze ich jetzt auf. Ich muss nicht jeden Gegner töten. Nicht, solange ich nicht die Feuerblume habe. Was kommt da drüben? Grünen Turtle. Münzen! Wo muss ich hin? Ah! Wow! Was war das jetzt schon wieder? Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Nein, ich will es wirklich nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Hör auf, um es erzählen. Hahaha, da guckst du, wie du schaust, hä? Oder besser gesagt, du guckst nicht mehr, wie du schaust, weil deine Augen irgendwie... Nein! Ach, fick dich. Nicht mal einen Weg zurück gibt's hier. Das ist ja voll kacke. Gut, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Na, im Prinzip... Doch, im Prinzip schon. Es dauert noch ein paar Jahrzehnte, bis ich töte. Da kann ich mir durch Zeit lassen. Weil erst wenn ich getötet bin, habe, möchte, sollte, was auch immer. Ich habe ein extra Leben mitgenommen und noch eins erhalten. Ich könnte es nochmal mitnehmen. Das war einfach zu bekommen. So farbt man sich extra Leben. Hat schon in CNC, wollte ich jetzt sagen, funktioniert. Ich glaube, CNC war das falsche Spiel. Jaja, CNC, wo ich mir extra viel Leben damals gefarmt habe. Kann mich auch gut daran erinnern. Das war... Auch eins meiner frühen Let's Plays, CNC-Lebenfarm, ach ja. Ganz viele Leben habe ich da gefarmt. Ich habe sie abgeerntet praktisch mit meinem Sammler. Ah. Ja, so war das geplant, genau so. Ah, ich habe 10 und 11 Punkte bekommen. Wer hat sich diese Punktevergabe überhaupt ausgedacht? Was? Ich? Wow. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin daneben gesprungen. Oh. Es ist nicht so gut, wenn man daneben springt. Du kommst heute früher, hä? Du kommst heute aber früh! Ist kein gutes Zeichen, wenn eure Freundin das zu euch sagt. Gut, kommt auch auf den Zusammenhang drauf an, ne?
kommst wie immer, viel zu früh. Einige von euch kennen diesen Satz vielleicht. Aha, wow. Ganz ruhig, Jungs. Alles im rot-roten Bereich. Alles im rot-roten Bereich. Ich will extra das Axt, das Axt. Ich will die Axt, das Axt-Life, das Axt-Leben. Ja, wie auch immer. Ich habe übrigens coole Handschuhe an. Meine Finger nicht bedecken. Ach, das sind meine Ohren. Ich habe schon gedacht, hey, der Daumen ist wie ein Eich groß, aber das sind ja meine Ohren. Ich habe große Ohren. Ihr wisst ja, was ihr über großen Ohren sagt, ne? Sie sind richtig scheiße. Alle Kinder mit großen Ohren werden immer gemobbt. Denn sie haben so scheiß große Ohren. So Nahohren und so werden die dann immer genannt. Nein, 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 nein! Oh nein! Ich hab dich auch lieb, Spiel. Ich habe übrigens M auf meinem Dingsbums, ne? Auf meinem Kopftuch. Und ich habe so braugräunliche Haare, würde ich jetzt fast mal sagen. So, dich muss ich auch noch töten. Ich muss töten! Ich meine, ich muss... Ja, es gibt keine Story übrigens. Ihr könnt dann auch gerne mal vergleichen zwischen meinem ersten Let's Play und diesem Let's Play. Die Unterschiede sind wirklich kaum zu bemerken, aber... Kleinigkeiten, sind sie vorhanden? Einige Kleinigkeiten, ja. So ganz leicht. Lalala, lalala. Da, da. Oh, oh ja, oh, das war gut. Also es sind so einige Kleinigkeiten sind vorhanden. Da merkt man dann doch so kleine Unterschiede. Ich bin nicht mal bis zum Leben gekommen, das ist schlecht. Na ja, so winzige Unterschiede sind vielleicht vorhanden, ja, also... Aber man merkt sie kaum. Pfui. Also sie sind praktisch überhaupt nicht zu bemerken. Also, vielleicht für meine ganz treuen Zuschauer, die jedes Video von mir gesehen haben. Ich grüße an dieser Stelle übrigens Delfino. Ich weiß auch nicht, warum ich den jetzt schon wieder grüße. Warum denn auch nicht? Ich kann's halt, ne? Ach, warten wir erst nochmal hier. Hahaha. Ihr seid viel zu langsam. Erfinde doch. Hat doch niemand gesagt, dass Raketen erfunden wurden. Puh. Primitive Pistolen. Nein, ich wollte doch da gar nicht rausspringen. Hey, kennt ihr dieses Level übrigens schon? Das sind schneeverschneite Berge im Hintergrund. Während hier noch alles grün ist. Und hier dann gefrorene Eisblöcke in der Luft. So, kennt man ja, ne? Diese gefrorenen Eisblöcke immer in der Luft. Schlimm. Ja, so. So schwer ist das Level gar nicht. Man muss nur 2 Milliarden Dinge richtig machen und darf kein Ding falsch machen, dann ist das auch ganz einfach. Ich könnte weiter, ich hätte weiter springen können. Naja. Ich hab's halt nicht gemacht. Das zündet wegen früh, hä? Das ist wegen ein Frühzünder, hä? Das war Ahmed auch. Der hat auch immer wegen früh gezündet. Also, das eine Mal. Im Trainingscamp damals. Im Selbstmord-Trainingscamp. Da durften wir alle mal den Selbstmord ausprobieren. Das war lustig. Ich muss es irgendwie anders regeln. Ich muss euch böse anschauen und dann müsst ihr alle sterben.
Haha! So lasse ich eine riesige Lücke entstehen, die riesig ist und entsteht. Ha! Perfekt. Jetzt überspringe ich euch drei einfach. Springe nicht in die Schildkröten, aber ich rutsche rein, hey. Das ist doch mal wieder ein guter Zeitpunkt, um zu speichern. Gespeichert in Slot 1, ja. Ich könnte natürlich auch im Level speichern, aber das wäre langweilig. Vielleicht komme ich jetzt mal wieder zum Extra-Leben. Wenigstens mal wieder so weit. Ach, die wollte ich doch mitnehmen. Na, scheißegal. Ich soll ein besseres Jump-Run spielen. Es gibt da übrigens eine Kopie von, ich weiß gar nicht, eine kommerzielle sogar. Die heißt irgendwie Super Mario Brothers oder so. Soll ganz nett sein, ja. Mit der Dämon da nicht zurechtkam. Versager. Mein Super Mario Bros. 1 ist noch wirklich vergleichsweise einfach. Ich meine, wer das Lost Levels mal gespielt hat, was ja... Ich bin tot. Was wollte ich sagen, was ja ursprünglich dieses Super Mario Bros. 2 ist, aber aufgrund der angeblich viel zu hohen Schwierigkeitsgrad nicht in Europa und auch, glaube ich, nicht in Amerika rauskam, sondern ein anderes. Der weiß, dass das erste Teil noch viel zu einfach ist. Mario Sprockersch, ne? 3 ist dein Gegenschritt ziemlich einfach. Ich soll ein bisschen nach rechts ziehen. Ja, ordentlich rechts ziehen. Was war das? Achso, eine Schildkröte wahrscheinlich wieder aufgestanden. Das könnte das Geräusch sein. Das war dann schon wieder deutlich besser. Also deutlich besser, deutlich einfacher, meine ich. Also ich fand es zumindest sau einfach. Sieht voll hässlich aus. Was für das Riesenauge? Nimmst du Drogen oder was? Okay, nochmal so. Volle Konzentration! Wow, volles Trampolin, das Ding. Ich will da mal drauf hüpfen. So, und anders. Das hole ich mir erstmal das Leben. Ein Leben. Ja, es ist schon recht krank, ne, dass man durch Pilze Leben bekommt. Das ist. Das Einzige, was noch kranker ist, ist ja Zelda, wo man durch. Wo man sich Herzen bei den Gegnern rausschneidet, sie isst und dann durch wieder Lebensenergie bekommt. Ich meine, wer kommt auf sowas Krankes? Irgendeinem unschuldiges Herz rausschneiden und es essen. Nicht runter, nicht runter. Hoch, 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 hoch. Hoch muss er, hoch! Vielleicht soll ich ein paar Pillen einwerfen. Ha! Niemand kann mich stoppen. Ich bin nicht zu toppen. Haha! Ich bin. Nein! Ja, was? Nein! Ich war doch oben drauf! Ach komm, leck mich. Ich hasse solche Stellen, wenn man so ein Zipfelchen irgendwie verreckt und ja. Hey, kennt ihr schon die Stelle? Ach, dann eben wieder ganz schnell Tour jetzt mal. Ja, wie gesagt, das Leben eingesammelt, sonst hätte ich es wieder laden müssen, hätte ich mein Gamepad wieder loslassen müssen und. Dass er Tour anfassen müssen. Ach, das ist. Wow. Wow. Bis nach rechts. Könnt ihr mich lächeln sehen? Oh. Ah. Ich scheiß auf dich. Auf dich auch. So. Ja, besser ich hier auf damit, sonst will mir noch jemand was in den Arsch stecken. Achtung, Massenauflauf.
Ich bin so gut. Ich bin so unbegreiflich gut. Ich geh jetzt mal in den Busch kacken. Ich kann nicht in den Busch kacken gehen. War nicht so geplant, hat aber funktioniert. Es war natürlich so geplant, deswegen hat es ja auch funktioniert. Ich bin nämlich brillant im Pläne machen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Könnte ich mal wieder angucken. Ich nehme mal das Leben mit, das... Gut, dass ich das Leben mitgenommen habe. Sonst habe ich jetzt kein Leben mehr. Wäre Game Over. Kennt ihr übrigens schon dieses Level? Ich weiß gar nicht, es ist ein selten gesehenes Level, das... Hey, dann eben nicht. Das man noch selten gesehen hat, indem es schneit. Schneeflocken, anscheinend. Bei näherem Ansehen... Merkt man aber schnell, dass das Drogen sind und ich habe ein weiteres Extra-Leben. Und ja, Schnee im Sommer eben. Scheiß auf dich, komm! Na, besser nicht, dann steckt er mir noch was in den M. Also, ich hole mir immer deine riesige Kanonenkugel im Arsch. Ich schon. Ich hatte da schon ganz andere Dinge stecken. Ich habe übrigens neue Schuhe, wie gefallen sie euch? Stylischem Braun. Als sie gekauft habe, waren sie weiß, aber dann musste ich ganz dringend und ja. Massenauflauf. Och nö! Tu das no, dass sie so rumoxidiert. Habe ich mir gestern wieder angeguckt, den zweiten Teil davon. Ha, das war schön. Ich mag den zweiten Teil. Mit Borsti. Nee, nee, Borsti, so geht das nicht. Du bist keine Steckdose. Ich habe sogar so, dass es mein Haar vorne noch rausguckt. Ich habe da ein Loch in meinem Dingsbums, in meinem, Kopftuch. Da guckt mein Haar raus, seht ihr? Oh nein, das ist ein Stück von meinem Gehirn. Jetzt sollte es vielleicht besser klappen. Wir könnten es natürlich auch mal so probieren. Ach nö! Tu das no, dass er so rumsteht. Ja, ja, komm. Mach mal wieder, ne? Oh, ich glaube, ich speichere erst, wenn ich das Level endlich mal irgendwann geschafft habe. 3 Monate später. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Der Mann wurde eingeliefert, weil er irgendein Level spielen wollte. 2 Jahre. Wo hat das mich jetzt bitte schon getroffen? Was? Vielleicht war die komische Hitbox nicht nur eine Folge meines immensen CPU-Leistungsverbrauchs. Sondern die ist wirklich ein bisschen scheiße. Könnte was dran sein. Prinzipiell. Um mal die Pros auf meinen. Ach komm! Um mal die Pros auf meinem Server zu zitieren. Alter ey, Roffelnoob, lecker. Fix dein Braids, ey. Sonst trifft man dich nicht. Ja, ihr trefft auch nichts, wenn der Richtige. Braids hat. Prinzipiell sind immer erstmal die anderen Schulden. Wenn die anderen nicht schuld sind, dann ist der Server schuld. Und wenn die auch nicht schuld sind, dann sind die anderen schuld. Oder der Server. Oder natürlich die anderen. Aber auch der Server könnte schuld sein, ne? Weil wer sollte sonst schuld sein? Ich meine, außer dem Server und den anderen spielt ja keiner, ne? Also spielt ja keiner gegen einen, ne? Ja, schön. Oh. Wenn die Schildkröte da unten jetzt mal einen neuen Rekord im Stehlaufen aufstellt,
sie läuft. Sie läuft 10 Kilometer stehen. Olympische Disziplin ist das ja auch. 10 Kilometer stehen. Ah. Chuck Norris kann die 100 Meter schneller stehen, als du sie laufen kannst. So, wir warten, wir springen. Wir springen! Ah! Jetzt kommen da 3. Und 3. 3 mal 3 macht 33. Die können ja alle Mathe hier, ne? Nicht hoch. Aua, mein Kopf. Das tat jetzt aber weh. Zum Glück hatte ich mein Universal-Halstuch-Panzerung dabei. Die federt auch selbst Atomeinschläge ab. Auf meinem Kopf. Kennt man ja, ne? Ich meine, Messler hat nichts ahnt, einfach mal in der Stadt unterwegs und plötzlich startet das Militär einen atomaren Schlag gegen einen, weil man so eine scheiß Frisur hat. Aber das schützt, da schützt mein Halstuch mich vor. Und ich brauche dringend mal wieder Pilze oder Blumen. Blumen, ich brauche Blumen. Überrascht eure Freunde einfach mal mit Blumen. Zündet sie an und stellt sie vor ihre Tür. Und ein Brief mit der Schrift, dass wenn sie euch nicht heiratet, ihr sie töten werdet. Das gefällt Frauen. Da weiß sie gleich, dass sie einen hat, der sie auch wirklich will. Nicht irgend so ein dummer Freak, der sie nur mal flachlegen möchte und dann gleich wieder abhaut. Tschüss jetzt hier. Ich muss da doch dummerweise rauf. Ne? Also rauf. Nein! Nein, 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 nein! Ja. Rauf, 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 rauf. Ich habe übrigens Ems auf meiner Mütze. Auf meiner Mütze, ja. Mein Universal-Hals. Universal-Kopftuch-Mützenschutz. WM-Ems. Trag. Wow. Ich rutsche ständig, das ist kacke. Ich muss darüber. Ich will da nicht rüber. Das sind Gegner. Ich will da nicht hin. Was war da unten wieder? Ich muss hier irgendwo runter. Muss ich jetzt rechts oder links? Ich nehme an, rechts. Rechts ist immer gut. Ausgezeichnet. Och man, ist dieser Level auch irgendwann mal vorbei? Dieses Level, nicht dieser Level. Unter mir ist nirgends ein Boden. Wow. Ich kletter lieber ganz ruhig darunter. Yeah, wie ein echter Pro kletter ich darunter. Yeah. Haha, schießt so schnell wie Kanonen. Kugeln. Wie ein echter Pro halt. Das wird jetzt anspruchsvoll. Ah, ich muss die da oben töten. Was? Nein! Ach! Habe ich schon erwähnt, dass manchmal mein Gamepad einfach reagiert, obwohl es gar nicht soll? Von wegen Xbox 360 Gamepads sind super. Ich hätte was anderes kaufen sollen. Ein Lenkrad. Damit hätte ich die Runde schon längst, das Spiel schon längst durchgespielt. Zweimal. Oh halt, ich muss hier runter. Lenkrad geht immer. Ah, und tschüss. Also ganz besonders gut ist ein Lenkrad ja bei Echtzeitstrategiespielen. Also da geht's echt nichts besseres als ein geiles Lenkrad, ne? Also damit ist mir sowas von vorne, ne? Also diese ganzen Noob-Koreaner, die da irgendwie mit, keine Ahnung, Klicks arbeiten bei StarCraft. Also wirklich, die machst du mit zwei Drehungen, machst die platt, ne? Also zwei Raddrehungen, also zwei Lenkraddrehungen, ne? Hey, Kanone ist nicht gekommen.
Okay, jetzt sind sie beide gekommen. Kommst du ganz schön laut, Süße? Wie auch immer. Passendes Geschlecht bitte hier einschieben, einführen, wie auch immer. Der Level ist auch verdammt lang. Also dieser Level, nicht der Level. Nein, der Level ist hier falsch, oder? Die Level. Das gelevelte. Das Steak! Haha! Ihr habt jetzt alle Hunger auf Steak und Schnitzel! Und Kartoffelsalat! Und Pommes! Und Ketchup! Und Lachsfilet! Und Morgenröcke! Den Frauen stecken! Keine Ahnung. Und auf Ranken. Auf Weinranken. Und auf Wein. Und Schnaps. Und blaue Knäuel, die eure Katze hochgewürgt hat. Ja, das wollt ihr jetzt alles auf einmal essen. Haut es euch einfach alles in den Mixer und ja. Und dann ordentlich trinken, ne? Und das Kotzen nicht vergessen. Ganz wichtig, Kotzen. Ohne Kotzen ist es nicht gut. Wenn man nicht kotzt danach, war es nicht gut. Dann war es nicht stark genug, Jungs. Ich muss weiter, Junge. Was ist in die andere Richtung? Will ich das wirklich wissen? Ich nehme den Mann mit. Ich hätte auch vorhin schon in die Richtung gehen sollen. Ich hoffe, dieser Level ist bald mal vorbei. Mit bald mal meine ich jetzt gleich. Nein! Ach, fick dich! Ich war hier gleich wirklich mal im Level. Ich hasse dieses Spiel. Ich weiß schon, warum ich das so lange vor mich hingeschoben habe. So spontan fällt es mir gerade wieder ein. Oder es gelegen haben könnte. Ich hatte noch was anderes vor, ne? Nein, nicht wirklich, aber doch, ich wollte mir noch Pornos angucken. Pornos kann man immer angucken. Es ist eine super Sache. Pornos kann man übrigens auch zu zweit angucken. Auch mit dem anderen Geschlecht kann man Pornos gucken. Ui. Ich hab's ganz schön eilig gerade, ja? Ich will Pornos gucken, ja. Meinem Lieblingshobby nachgehen. Und angeln. Nein, ich angle nicht. Willst du mal meinen Angelwurm sehen? Oh Gott. Dieses Spiel bringt mir auf perverse Gedanken. Es sollte verboten werden. Nee, nein. Dumme Panzer. Die Punkte kann man überhaupt maximal haben. 99.999.999 schaffe ich. Also wenn ich so weitermache, schaffe ich es noch. Was? Nein, ich... Ach. Ich schaffe das Level noch. Irgendwann. Irgendwann, dann schaffe ich das Level bestimmt, dann gehe ich richtig ran. Dann und wann? Sie haben die letzten 10 Jahre dieses Spiel gespielt. Was haben Sie unseren Leuten zu sagen? Dieses Level ist scheiße, aber ich schaff's irgendwann. Ja, genau. Wo berühre ich die teilweise? Das ist schwierig. Egal. Solange es nicht Forsaken ist, das abstürzt, wenn man lädt. Oder wo die Gegner irgendwie 2 Milliarden Schüsse aushalten.
glaube, es wird wieder über 3 Stunden gehen. Wie verdopple ich dann erst die Let's Play die Laufzeit meiner Playlist für dieses Let's Play. Aber wenigstens kriege ich diese Sprünge hier recht gut hin. Das wundert mich. Auch wenn ich jedes Mal wieder Panik habe. Oh Gott, ich spring runter, ich spring runter, ich spring runter, ich spring runter. Oh, ich sollte weiter springen. Ach. Wird's nicht spannend, wenn ich nicht bis zum letzten Minuten warte. Das ist ja dann... Oh. So war das jetzt nicht geplant. So schon eher. So, da kommen die 3. Von der Tankstelle. Ja, so sieht bei uns die Tankstellenbedienung aus. Genau so hässlich. Gut, die meisten Frauen sind hässlich. Und die meisten Männer. Außer mir natürlich. Aber sonst kenne ich keinen Mann, der nicht total hässlich ist. Kennt ihr vielleicht einen Mann, der nicht total hässlich ist? Außer mir. Nein? Dachte ich mir. Ich beantworte eure Frage mal, eure Antwort mal im Voraus. Gebe ich mir die mal, weil ich weiß ja, was ihr antworten wollt. Ihr stimmt mir nämlich immer zu. Ich kenne euch doch. Ihr wisst, dass ich recht habe. Der Weg da noch nicht so weit wäre. Wow. Wow, nicht drüber springen, nicht drüber springen. Das ist ganz schlecht für die Figur. Wow, ich habe schon Angst gehabt, dass ich da jetzt wieder irgendwie abwärts gehe, aber nö. Spiel ist gnädig mit mir. 500 Punkte. Ha. Das ist immer das Mindestbestand, den ich bei der Bank abhebe. 5000, Alter, nein, Moment. 5000 Euro Scheine hebe ich immer ab, ja. Mit so kleinem Kleingeld kann man ja nicht bezahlen sonst. Wenn man mal ganz spontan einen Sportwagen oder so kaufen will. Kennt ihr ja bestimmt, ne? Man geht einfach mal in den Laden und dann sieht man diesen Sportwagen und dann denkt man sich, oh, den kaufe ich mir jetzt mal. Bin zu schnell für dich. Ich bin so gut, ich habe es wieder bis hierher geschafft. Wow! Das war nicht so geplant, aber es hat funktioniert. Hey, hast du oft da runter zu... Was? Der kommt? Was? Ich bin davon ausgegangen, dass der da runterfällt. Ja, hier fällt er dann runter. Was ist das für ein Schwachsinn? Muss ich hier erstmal ein wenig weniger machen, weil weniger ist mehr, ne? Und dann gehe ich hier raus. Endlich. Oh. Wahrscheinlich habe ich... Weiß gar nicht, wie lange habe ich da denn jetzt gesessen? Moment, wir können sie mal nach... Oh Gott, ich habe fast eine halbe Stunde an dem einen Level gekommen. Ich bin gut, hä? 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 Ah. Ah, die Röhre bewegt sich. Erst habe ich ja gedacht, die wird jetzt länger, aber nein, sie bewegt sich. Nicht so wie meine Röhre wird länger. So, jetzt, wo muss ich jetzt hin? Kommt da wieder eine sich bewegende Röhre? Nein? Okay, abwärts. Wow. Ah, jetzt bewegt sich die Welt für mich. Ja, Berge verrücken wegen mir. Haha, nichts kann mich stoppen. Haha, ein Pipa-Pilz. Für mich dem einzig wahren. Da sind Blumen drin, oder? Ja. Nö.
Au. Oh, scheiße, tut das weh. Man tust dann immer die ganze Zeit, weil es lustig ist. Ah, nein. Nein, ich komme da nicht hoch, ich muss da hoch. Wie soll ich denn da oben rumkommen? Keine Ahnung. Nicht wichtig. Hä? Muss ich da unten lang? Ich muss scheinbar woanders lang. Scheinbar vielleicht auch nicht. Ah! Das wollte ich gerade vorspulen wie beim Super Nintendo. Natürlich! Hey! Wenn schneien kann, dann kannst du auch. Was? Nein, ich. Ach, leck mich. Da schneit's. In der nächsten Welt ist Wüste. Ergibt's Sinn? Ergibt doch absolut Sinn. Ich dachte, ich käme da jetzt schon drüber gleich. Aber das tue ich nicht. Haha, ich bin so schnell und so gut und so. Mein Penis ist so lang und... Warte mal, fährt es? Irgendwie muss man auch da hochkommen. Ah, ich muss nur oft genug mit meinem Kopf. Ist so weit genug rauf, dann will ich... Nein, fährst du nicht. Nur oft genug mit einem Kopf dagegen springen, oh, bis es platzt. Also der Kopf. Ich verstehe nicht, wie soll ich denn da hochkommen? Geht nicht. Ist nicht. Soll nicht sein. Jetzt springen wir dieses Mal möglichst da runter, ohne unterwegs. Oh. Der war knapp. Ach nein, hier muss ich rein. Na komm, rein. Ach ja, komm. Hast mich getroffen. Hast du recht, Spiel. Nein, nein. Oh, leck mich doch. Ja, ja, komm. Klar, das ist eine Folge hoch. Das wird ja so ewig lang. Sollte vielleicht auch warten. Nein, dann wird die Folge noch länger. Ach, das Spiel ist scheiße. Ich stürze mir den Abgrund. Muss mal einen Schluck trinken hier. Fällt mir auf, ich habe nur irgendwie 1,7 Terabyte frei, ne? Ich muss vielleicht unterwegs mal was löschen, wenn ich... Nein, 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 nein. Was? Wie soll ich denn da unten bekommen? Soll ich jetzt einfach runterspringen oder was? Was hat der Entwickler sich dabei gedacht? Wahrscheinlich kann ich da einfach runterspringen, ja. Was hat sich der Entwickler wahrscheinlich dabei gedacht? Was? Was? Oh, mehr... Was? Wieso? Hä? Ah, jetzt. Ah, wenn man springen drückt, kann man noch ein Stück höher springen, wenn man Supersprung hat. Ultra-Power! Reicht immer noch nicht. Ich hab doch schon Ultra-Power verwendet. Ich hab ein Leben bekommen, hey. Ja, hier kann ich schon runter. Warte mal, ist da hinten vielleicht? Yeah. Voll reingeslidet, hat mich gesehen. Ja, wie ein Pro. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein! Hasse es. Nur mal schnell, habe ich gesagt, ne? Ja, das wird auch wieder so ein 3-Stunden-Video werden. Ich weiß nicht, wie gut sie das zusammen komprimieren lässt. Nicht so gut, glaube ich. Komm, gib Gas, gib Gas. Ja, wenigstens ist der Hintergrund immer was? Nein, ach, leck mich. Ach ja, ich habe ja noch ein Leben bekommen, deswegen darf ich doch mal, hey. Da springen gedrückt. Mensch.
Das ist das zweite Level, wo ich hintereinander hänge. Das geht doch nicht. Ach, vorhin will ich doch auch rüberkommen. Was ist dieses Spiel? Das hasst mich, weil ich nicht schwarz bin. Wie soll man die Münzen da unten bekommen? Soll ich mich da einfach da runterfallen lassen? Das funktioniert halt wirklich. Boost Power! So, ich spring da mal rauf und da rüber und hey, kennt ihr dieses Level schon? Dann spring ich einfach hier runter und laufen da rein. Jetzt wollte ich schon der Beschleunigen-Taste drücken. Das hier ist kein Emulator. Wieso lasse ich meinen PC nicht emulieren? Kann das nicht einfach schneller laufen, dann, wenn er zu langsam ist? Wow. So, wo komme ich denn da jetzt raus? Ist der Weg überhaupt der richtige? Ich sehe, nein, ist der nicht. Ja, wo muss er denn dann lang? Das war doch der einzige Weg, oder? Ich habe was übersehen. Ja, ein Rätsel. Oh, ich krieg noch einen Pilz. Hey, wenn ich den Pilz durchkäme, bekäme ich vielleicht eine Feuerblume. Ich komme da nie mit Pilz durch, oder? Könnte es mal ausprobieren. Ich kann noch mal durch, geil. Aber die Gegner sind jetzt wahrscheinlich auch wieder da, oder? Ja. Und da bin ich tot. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ihr seid alle doof und hässlich. Und du bist tot und ich bin nicht tot, ich lebe noch. Pilz! Guck mal, ein Pilz. Ich mache jetzt so lang. Hey, da kriege ich Punkte. Ich mache das jetzt so lang, bis ich 99.999.000. Was? Da kann ich. Da habe ich doch. Was? Was ist denn das jetzt? Wieso? Was? Noch mehr Pilze. Steck mir doch mal eine Steigerung zu Pilz. Also zum Beispiel Brandbomben. Oh, Pilze! Ja, ich hab's kapiert. Ach ja. Oh, ich hab mir noch einen Pilz. Aber wie komme ich denn da hoch? Ist hier noch irgendwo ein unsichtbarer Block? Ich sehe irgendwas, glaube ich. Irgendwas ist nicht irgendwo. Vielleicht da muss ich dahin, wo die Münzen sind. Das ergäbe ja beinahe schon Sinn. Was? Nein, ich. Ach. Aber wie soll ich denn da rüberkommen, hey? Ach, ich hätte wahrscheinlich von da unten rüber. Naja. Bling, 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 bling. Bling, bling. Dumm, rum. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, drum, dumm. Wir stellen fest, wir kommen da nicht hoch. Jetzt reicht's aber langsam mal wieder mit dem Verlieren. Dumm, dumm, dumm. Komm schon. Ist ja meine Röhre schneller. Kapiert? Meine Röhre. Ich könnte doch mal in diese Röhre gehen. Nein, in diese Röhre. Ach, man kann nicht immer, wenn man. Man muss schon an dem richtigen Fleck stehen, um reinzukommen. Ja, man muss schon am richtigen Fleck sein, um reinzukommen. Ne? Also wenn ihr. Versucht da am falschen Punkt zu drücken, wo gar kein Loch ist, dann. Ja, warum soll ich die Pilzen jetzt alle noch mitnehmen?
Zumindest ich Punkte bekommen, hey. Vielleicht kriege ich ein Leben, wenn ich genug Kübel fresse. Vielleicht werde ich ja gigantogroß. Hey, Moment, geht's da noch runter? Nein, geht's nicht! Schön, dass wir das auch mal festgestellt haben. Ich dachte, auf diesem Knochen da könnte man vielleicht auch landen, weil das sah so knochig aus, ist ja so. Ich scheiß dir in die Röhre. Und wenn da unten jemand lebt, dann ist es voll scheiße dann dort. Ja, da grinse ich. Das finde ich lustig. Pilz. Ach ja, jetzt hätte ich testen können, ob da eine Blume kommt. Jetzt ist es zu spät. Ich stehe in der Luft. Hey, wie soll ich denn da raufkommen? Hä? Ist hier irgendwas, wo ich raufkomme? Nein? Nein? Ja, ich will da nicht hoch. Ich will irgendwo anders hoch. Wenn ich nur wüsste, wo. Nein. Moment, wie soll das? Hä? Ich stehe gerade wegen auf dem Schlauch, glaube ich. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Ja, und jetzt stehe ich unterm Abgrund. Ich stelle mir jetzt gerade mal die Frage. Achso, bekomme ich den Pilz runter, okay. Soll ich vielleicht nicht sterben, bevor ich bei dem anderen Pilz angekommen bin? Ich hätte vielleicht warten sollen. Ach was, ich bin ja gleich da. Ja, es gibt eine Blume. Jetzt werdet ihr alle brennen, außer ich springe wieder in den Abgrund, was ich hier so gerne tue. Och nein, jetzt habe ich die vergessen. Och, ich bin so super. Ich hab's so drauf, jetzt ist wieder alles komplett weg. Warum auch nicht? Ja, aber ich kann doch nur hier runter. Dann kann ich nur irgendwie da rüber und... Ja, hier geht's dann nicht mehr weiter, weil... Was halt so ist. Nein, Moment, doch, doch, ich komme da weiter. Na, Moment, Moment, wie habe ich das... Ah, ja, ich komme da rauf. Natürlich, ich komme überall rauf. Ich komme auf jede Frau rauf. Hätte mal schauen können, was in die andere Richtung ist. Kann ich da drüber laufen? Ja, kann ich. Gut. Bei dem Spiel kann man sich ja nie sicher sein. Aha, ich arbeite hier mit Seil dieses Mal sogar. Naja, wenn kurz das Seil. Ja, ich kann da nicht hoch. Ja, ich erinnere mich an diese Stelle langsam. Muss ich nur oft genug spielen, dann kann man sich an die Stellen alle erinnern. Schön, dass er nicht reagiert. Kennt ihr das auch, wenn ihr Jumpruns Knöpfe drückt, aber die Charaktere reagieren nicht? Halt, hallo? Das war schon wieder zu hoch. Mensch. Was zur... Moment, warte mal. Nein, nein! Noch nicht da runter. Nein. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich an der Mission ist auch schon wieder hängen. Ich stelle mich ja bald noch dümmer an als damals, beim ersten Mal. Ja, ich habe ein Leben bekommen, uhu. So kriegt ihr mal einen Arsch zu sehen, da. Komm, 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 komm. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, gib Gas. Ordentlich Gas. Was? 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 Hä, was? Was war das? Ich bin da irgendwie reingeglitscht. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Ach, was, das täuscht. Genau so war das geplant. So nicht anders. Komm schon, komm schon.
Heute glitschen wir mal nicht rein. Aber wenn es da eine Blume gibt, möchte ich die doch schon gerne haben. Mal, ob es noch 2 Minuten länger dauert, das letzte. Was? Was war das? Ich hab doch noch links. Was? Was war das? Hä? Ich hab nach links und was? Also das ist jetzt auch irgendwie merkwürdig. Was war das? Ich hab doch noch links. Komische Sache. Das war jetzt komisch. Nichts im Sinne von, es war lustig komisch. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, auf welchen Dingern ich da stehen kann, weil da unten kann ich nämlich nicht drauf stehen. Das da unten ist nur Deko. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ich komme natürlich nur da drüben wieder raus. Nehme ich an, dass jetzt hier irgendwas anderes drin ist als ein Pilz. Komme ich nochmal zurück? Ui. Nee, komme ich nicht mehr, oder? Nee, definitiv nicht. Müsste die Hier unten gibt es übrigens Pilze, wusstet ihr das? Und rein da. Nein, 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 nein. Fickt euch. Mein Lieblingssterbeort. Ich bin auch schon auf dem letzten Leben, wie ich das sehe. Und ich habe es geschafft, ohne zu... Ich bin das so gut. Boah, mein Penis ist so lang. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Plattform ist natürlich jetzt ganz oben. Plattform, näher zu Volk. So, wir nehmen mal die Blume. Die Blume. Stimmt, keine Blume, ist ein Chilischot oder sowas. Stehen Frauen ja übrigens total drauf, wenn ihr ihnen Chilischoten schenkt. Das ist. Lieben Frauen. Was ich euch für Tipps gebe und ihr müsst nicht mal was dafür bezahlen. Ne? Das wäre schon angemessen, wenn ihr mir was von Amazon Wunschliste dafür kauft. Ne? Also das muss ich schon mal sagen. Ja, richtig. Springen und Schießen sind ja 2 verschiedene Tasten. Wie in den meisten Spielen. Wofür ist das denn gut? Eine Falle, die runterfall? Ich falle nie runter. Das ist mein Geheimnis. Ein Geheimnis ist es, nicht runterzufallen. Moment, da komme ich vielleicht sogar ran. Komme ich an dieses lange Ding ran? Ja, also an das eine lange Ding komme ich schon mal ran. Nein! Ach, ich war doch dran! Ich hielt es schon fest in meinen Händen, dieses lange Ding. Ah, oh! Nein, lass es doch nicht immer los. Das ist wie eine Frau, die darfst du nicht einfach loslassen, nachdem du angefangen hast zu vergewaltigen. Dann läuft, sonst wehrt ich sich noch. Ach. Komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Und jetzt noch. Ja, nein, nein. Ah! Ach, na also. Aua. Ach, und das Ganze jetzt noch in Gelb, oder wie? Das Ganze jetzt noch mit Gegnern. Also da muss ich drücken, um Feuer zu machen. Ich mach Feuer irgendwo auf Bäumen. Vielleicht brennen die Bäume ja mit. Das sind Kakteen. Das sind Kaktusse. Kakteen ist die Metzger vom Kaktus übrigens. Außerdem mein Kaktusse.
Und jetzt? Soll ich da runter oder was? Vielleicht möchte ich da links halten, weil hier sind ständig irgendwelche Münzen. Das ist mir ein Speichern wert. Gespeichert in Slot 1. Hey Süße, soll ich mal in deinen Slot 1 was speichern? Ja. Nee, der ist schon voll. Moment. Yeah, Blume. Fripp, Blume. Ich hab ne Blume, mit der ich dich pumpen kann, Blume. Da kann ich schon mal drauf, sehe ich. Ja, ich kann auch natürlich auch einfach durchfallen. Warum auch nicht? Gut, dass ich gespeichert habe. Das ist jetzt echt ein Problem. Müsste ich das Level nochmal machen. Brauchen wir wieder ein Leben, das wäre nicht schlecht. Zeitlang hatte ich mal ewig viel, aber dann kam dieses eine scheiß Dreckslevel. Drück einfach die ganze Zeit nach oben. Oben. Ach nein, jetzt habe ich meinen. Na toll, ich kann Sägen zerbrennen. Das muss ganz schön heiß. Und die Münzen sind natürlich dahinter, die ich jetzt nicht rankomme. Nein, ich komme nicht ran. Verpisst euch, ihr scheiß Blumen. Ich hasse Blumen. Ich brenne sie alle nieder. Auch in Parks mal, das immer so einfach mal hingegangen. Einfach wenn Leute da sitzen, hingegangen, alles anzünden. Macht sich immer wieder gut. Dumme Blume. Niemand ist meiner Feuergewalt. Niemand ist vor meiner Gewalt sicher. Auch du nicht, du hässliche Blume. Auch du nicht, noch hässlichere Blume. Ihr seid alle hässlich, wisst ihr das? Müsst ihr mal zu eurer Freundin sagen, hey, ich habe letztens eine Frau gesehen, die war hübsch, nicht so hässlich wie du. Auch gut kommt immer ich zu sagen, ich habe dich nur genommen, weil ich die einzige warst, die mich wollte. Nein, Moment. Weil ich auf hässliche Frauen stehe. Ich wollte doch da gar nicht rein. Doch, ich wollte da rein. Och nö, jetzt geht's ja wieder in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht, kann dieser Kaktus mich töten? Er hat Stacheln, also könnte er mich wahrscheinlich töten. Was ist das denn für eine Verarsche? Oh ja, toll. Tschüss. Ist da viel drin? Oh, da ist wirklich was drin. Kennt ihr das, wenn ihr Blöcke zermanscht, da wo nichts drin ist? Yeah. Oh, das ist ein Ausgang. Oh, praktisch. Habe ich wieder ein Leben bekommen? Ich habe wieder ein Leben bekommen, dann kann es ja weitergehen. Ich habe zwei Blumen, ne? Ich habe zwei Blumen in der Hand, ich bin unstoppbar. Ich habe Geld. Haha, ich kann mir Frauen kaufen. Juhu! Oh, ich lande natürlich auf der einzigen Blume weit und breit. Deswegen betreibe ich keinen Fallschirmspringen. Ich würde auf dem einzigen Kaktus auf der ganzen Welt landen. Und weiter geht's. Und zwar nach oben. Ich hasse es da oben. Was wollen die alle Leute so weit? Weit hoch immer hinaus. Nein, hier gibt es keine neue Blume. Aber hier gibt es Kohle ohne Ende.
komm noch mal raus. Der Trick funktioniert hier auch. Also dieser... Oh, fick dich doch. Das Schild ist auch wegen tief aufpinkt, meine ich nicht. Keine Blume. Ah, ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Sie glutzen auf, ey. Wow. Also wenn der nicht knapp war, weiß ich auch nicht. Hey, ich glaube, das ist das letzte Level für diese Welt. Wird auch langsam Zeit hier. Ich nehme erstmal die ganze Kohle mit, ey. Und dann will ich das, was da drin ist. Yeah! Ich bin gewachsen, Baby! Ich frage mich, ob andere Dinge auch mitwachsen, nicht nur so allgemein. Ach ja. Ich weiß schon, warum ich immer nie Blumen hatte. So, und wieder groß. Und runter. So, habt ihr was im Mund? Warum? Wie? Hä? Ich bin doch jetzt gar nicht. Was? Ach, ich hasse das. Das ist scheiße an meinem Gamepad. Ich muss mir mal ein Gamepad kaufen, wo das nicht ist. Schenk mir mal eins. Schenk mir mehrere. Für jeden Tag im Jahr ein Gamepad. Ach, leck mich. Ach komm! Also die Hitbox ist stellenweise schon ein bisschen scheiße. Ich habe noch Leben 1, okay. Mann, ernsthaft, ich stehe und er trifft mich trotzdem. Also auf dem Block, auf den er nicht hochkommt. Ich stehe praktisch über ihm. Wie über ich über euch stehe zum Beispiel, so in der Art, ne? Aber ich will meinen Kopf nicht anhauen, ich will doch hoch. Ich will jetzt die Blume, die da drin ist. So. So, deswegen bin ich nicht nach unten gesprungen. Beim letzten Mal zwar auch nicht, aber hey, was soll's. Und tschüss. Und tschüss. Ich könnte... Das ist so eine gute Idee. Ich weiß nicht, was da unten ist. Ich lasse es lieber. Naja, es wäre genauso gut gegangen. Pilz für später. Den drücke ich mir später rein, das Geld. Nein, nicht jetzt. Ich... Och, leck mich. Hätte mir klar sein müssen, dass da noch mehr runterkommt, ne? Und schon bin ich wieder klein und habe keinen Ersatzpilz mehr. Da gehen wir lieber ein Stück weg, weil wir haben ja gelernt, die Hitbox ist ein wenig größer als der Gegner. Was nicht so gut ist. Für andere Spieler käme da nochmal eine neue Version raus. Aber hier hat scheinbar keiner mehr Lust. Oder sie hassen mich. Oder beides. So wie meine Abonnenten. Die hassen mich auch. Nein, da kommt noch mehr. Underground. Ja, sehr undergroundig. Eine Feuerblume. Brenne, Welt, brenne! Nein, nein, geh doch weg! Ach. Und wieder klein. Hey, ein Stern. Hey, ein Abgrund. Habt ihr ihn gesehen? Ich nicht. Zeit mal wieder zu speichern. Das sollte doch nur schnell mal gehen. Ich dachte, ich wäre jetzt viel besser und so. Aber wegen meinen dummen Abonnenten bin ich das wieder nicht. Ach ja. Das war jetzt sehr clever. Ich
schmeiß dich mal weg. Oh, zum Glück, wir wirken jetzt nicht auf. Nein! Noch nicht da oben lang. Oh, wie weit geht's denn hier noch? Wohohoho! Komm rein mit dir. Geht schön in eure Röhren, was? Ah, jetzt soll ich wohl darüber springen. Jetzt ohne Stern. Ich hoffe, dass die Pilze noch, die wir dir gegeben haben. Ach, wie lange geht denn dieses Welt noch? Oh, ich glaube, da ist er dann endlich mal zu Ende. Ich habe dummerweise keine Leben mehr. Oh, da ist bestimmt eine Blume drin. Nur für mich. Nein, Pilz. Na gut, nehme ich auch. Ach, fuck. Naja, ich habe trotzdem was getroffen. Eine rote Münze, hey. Ja, das nehme ich doch auch gleich mal. Ja, richtig, die Blauen frieren nicht so lange an. Ja. Ist egal, was ich eben sagen wollte. Das Problem hat sie eben wie von alleine gelöst. Ach nein, es ist da nur ein Pilz drin. Naja. Und ein extra Leben, hey. Nicht so alles finde, wenn man so durch den Wald läuft. So wollte ich das von Anfang an tun. Mann, ist der Baum hässlich. Bist so hässlich, Baum! Private Baum! Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Ich will wenigstens, dass da der Eispilz... Oh. Ich dachte, die werden nicht so lange Eis, da gehen wir lieber weiter. Und verlassen wir das Level. Und Weltende, na endlich. Wann habe ich überhaupt angefangen? Keine Ahnung. Welt 3! War das denn die letzte Welt? Waren es nicht 4 Welten? Ich glaube, es waren 4 Welten. Münzen! Was sind überhaupt diese 3 Münzen neben den Münzen? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich kann sie also nicht dazu bewegen, einzufrieren. Ich sehe schon, das ist nicht so toll. Und ein Pilz. War der nicht schön? War der nicht schön? Habt ihr je so einen schönen Sprung gesehen? Da oben noch so. Das war jetzt wieder nicht so klug, glaube ich. Oh, da ist was drin. Ich grinse die ganze Zeit, weil ich grinsen kann. Verarsch mich halt nicht, Spiel. Ich hasse sowas. Wie Mimix in Rollenspielen. Ist auch scheiße. Geht's los? Voll böse bin ich jetzt. Und voll die böse Möse. Falsches Geschlecht. Hey, rote Münzen. Uhu, die zählen. Aua. Sind sogar feuerfest, die Dinger. Das grenzt doch schon an Rassismus. Hey, da gibt es noch eine Tür. Ach, da bin ich, glaube ich, reinkommen. Ne? W-End. Ja, sieht genauso aus wie...
Geh dann doch lieber oben lang. Ich mag Schildkröten. Vor allem als Suppe. Ich bin so böse. Und ich muss mich mal kratzen. Am Kopf. Da, wo mein Gehirn ist. Wir wissen alle, wo die Gehirne bei Männern sind. Wir wissen auch, weshalb Frauen keine Gehirne haben. Hui. Denn da, wo der Mann sein Gehirn hat, dient nichts. Und ein extra Liter. Wow, ich habe schon Angst gehabt, dass ich jetzt gleich daneben springe. Aber ich, perfekt wie ich bin, springe ja nie daneben. Ich schieße ja nicht einmal daneben. Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Mit. Die nehme ich mit. Was ist denn da oben noch? Da will ich hoch. Komm mal her, du magische Plattform, hilf mir hochzukommen. Ach. Diese magische Plattform ist so klein. Kommt kaum drauf. Und ich fall durch. Dann leck mich. Räum das mal auf hier. Und haut auch gleich noch ab. Level sind jetzt wieder einfach. Zu den Ballons, den hätten sie auch nochmal überarbeiten müssen. Hm? Mein Gott, bedrohliche Musik, wir werden alle sterben. Pilz, ne, ich nicht. Hui. Sterbt, ihr nutzlosen, unsterblichen Dinger. Ach, scheiße. Und da hebt man eine zweite Blume ins Nirvana. Wow, 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 wow. Oh, ich hasse so blinde Sprünge, aber wer tut es nicht? Toll. Danke für das Gespräch. Scheißspiel. Ein dummes Scheißspiel. Das verarscht mich ständig. Ich muss da wahrscheinlich hoch, ne? Ja, aber ganz einfach. Für ein Überpromi mich natürlich gar kein Ding, da hochzukommen. Ich bekomme immer mit Leichtigkeit einen hoch. Nein, du springst da nicht runter, gut. Will die Sache mal ins Rollen. Ha, ha, ha. Das ist so eine Plattform, okay. Sagt mir das doch einer. Och nein! Was habe ich noch an Leben? Leben 1, okay. Das war jetzt mies. Immer mal Pilz. Och, ich hasse es, wenn man die Gegner nicht sieht. Manche Leute würden das sogar als schlechtes Mapping bezeichnen, wenn man so komplette... Und damit hätten sie gar nicht mal so unrecht. Wow. Hmm.
Pilz. Perfekt. Unglaublich gut. Wunderschön. Ich ja, bin das halt einfach mal. Was? Warum? Ich war doch drauf. Oder hab ich mein... Ach, leck mich. Moin, Pilz. Gib mir meinen Pilz. Drogen. Wollknäuel. Meine Katze Wollknäuel. Das ist gar keine Katze. Das ist... Was? Ich hasse es. Wieso macht man Plattformen so, dass man, wenn man nach unten drückt... Das ist ziemlich scheiße, weil mein Gamepad ist irgendwie nicht... Naja. Groß. Tschüss. Rüber, rüber, rüber. Rüber. Ah, ich dachte, ich rutsch runter. Naja. Ich hasse Blindjumps. Blindjumps, ja. Blind, also entweder Deutsch, blinde Sprünge oder Englisch. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist gut. Auch wenn ich jetzt keine Blume mehr kriege. Ah! Schon wie... Schon... Was ist... Oh, ich habe noch ein Leben. Toll. Und die Plattform ist eben runter... Was? No. Was? Nein, das hab ich doch gar nicht. Was? Was ist hier los? Was soll das? Minas, wo bin ich? Egal, nochmal. Das ist schließlich eine Kunst, da kann ich jeder mit um, ne? Also. Ihr, die meine dummen Abonnenten seid, könnt ihr das zum Beispiel gar nicht. Also. Ihr seid dumm, euch das Spiel runterzuladen. Also. Habe ich bei vielen, die sind einfach zu blöd, einen Download-Link anzuklicken und dann mal 2 Sekunden selber zu denken. Dafür sind die schon zu blöd, viele. Also. Das ist dann schon mal. Es gibt sogar Leute, die sind so blöd und habe ich nicht. Die sind so blöd und haben mich nicht mal abonniert. Und das, obwohl die auch zu blöd sind, Download-Link anzuklicken. Wo kann ich mir das Spiel runterladen? Ja, also definitiv nicht, indem du die Videobeschreibung liest. Definitiv nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht, wenn du, keine Ahnung. Die Download-Links sind übrigens eine Dekoration in Videolinks. Das sollte klar sein, ne? Die funktionieren nicht wirklich. Ich habe ein Extra-Liefe. Ich glaube, es zerfällt wirklich. Ist ja scheiße. Holla. Keine Blume, kein Pilz, kein nichts. Haha! Jetzt wird's eiskalt. Eiskalt serviert. Tschüss. Ich schicke erstmal eine Blume. Kann man die nicht auch einfrieren? Ja, konnte man. Ich werde es jetzt vielleicht lieber mal lassen. Die konnte man nicht einfrieren. Konnte sie nur zum Umdrehen bewegen. Toll. Ach, scheiße. Das ist
Kotzen. Dieses scheiß Headset-Kabel. Das Kabel bleibt nicht da, wo sie soll. Scheiß Kabel. Kennt ihr das wie ein scheiß Kabel? Ich muss danach mal wieder was trinken, glaube ich. So scheiße mit den Kabeln. Ne? Ach, scheiße. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss es so gehen. Was? Nein, ich. Ja. Blume! Vorsicht, eine tödliche Blume! Und nein, eure Freundin wird nicht von einer Blume gefressen, die ist dazu zu fett. Sag dir das ruhig mal ins Gesicht. Stehen Frauen nämlich drauf, wenn ich sowas ins Gesicht sage. Wir sehen dann, ah, der traut sich was. Den will ich als Mann haben. So, wie kam ich denn da hoch? Ich glaube irgendwie über den Gegner und dann, ja, so schon mal nicht. Meine Schuhe leuchten. Das sind Leuchteschuhe mit Batterien drin. Waren sauteuer, sage ich euch. Ah, und diese scheiß Batterien sind scheiße schwer, du. Ein Giga Geisterpilz. Und da kriege ich dann nichts für. Oh, ich kann hier einfach mal in der Luft stehen, schön. Das hat man auch nicht alle Tage. Und. Ich sehe da unten wieder nix! Ach komm! Ich habe das Level noch nicht geschafft, von daher brauche ich auch nicht speichern. Ich hasse so Sprünge, wo man einfach nichts sieht. Das ist. Ich meine, wie soll ich denn wissen, dass da unten Gegner sind? Und wie soll ich ihn ausweichen? Ich meine, irgendwoher muss ich das doch wissen. Oder sollte ich das doch. Wisst ihr was? Da ist ein Abgrund. Das überrascht mich euch genauso wie mich, aber. Da ist tatsächlich ein Abgrund. Ich brauche wieder mal eine Blume oder irgendwas. Irgendwas, was besser ist als ein Pilz. Ui. Haha, perfekte Landung. Gibt 13.000 Punkte. Paar Münzen, ich habe wieder ein extra Level. Und zwar genau hier wieder. Welche Präzision ich das Level. Fick dich. Fick dich! Verpiss dich! Pilz hier. Ach komm. Warum auch so einfach machen die Sache, wenn es auch schwer geht, ne? So, Münze. Ich gehe da mal schnell weiter. Ja, hier sieht man auch wieder nicht, wo es lang geht. Man sieht auch nicht diesen stacheligen Gegner von da oben. Der halt gerade unterhalten ist, dann hat man halt Pech gehabt, ne? Man muss ja nicht fair sein in dem Spiel. Fairness in Spielen ist eh völlig überbewertet. Versägen war auch nicht fair. Nicht auf total Mayhem. Und die selbst was? Hast du glatt gelogen? So ist das nie gewesen. Ich bin da drauf gekommen. Nein! Ich war doch drauf, definitiv. Ich war dran. Warum hältst du dich fest? Ach! Ich habe extra Klebehandschuhe gekauft, die kleben. Und Klebstoff enthalten. Hey, warte mal, da ist noch ein Pilz. Oh, jetzt habe ich das extra Leben weg.
sehr erfolgreiches Extra-Leben nicht mitgenommen? Das kann nicht jeder. Bin ich jetzt eigentlich grob? Ich sehe wieder nichts. Man sieht halt immer einfach nichts. Und da unten waren... Ja, ich bin noch groß gewesen. Eigentlich... Ihr spinnt doch. Das geht doch gar nicht. Ich dieses Spiel hasse. Ich weiß einfach nicht ganz... Ich weiß auch warum. Das war die Blumehausen. Jetzt ist sie gleich wieder hausen. Ich will aber nicht, während die Blumehausen ist, da raufspringen. Jetzt ist sie drin. Jetzt ist sie, ja. Wow. Na komm. Sonst rennst du doch immer in meine Richtung. Geistig behindertes Stacheltier. Gib dir doch mal den Gnadenschuss. Bitte. Wupp. Okay, der Kaktus kann mich nicht töten. Ja, Moment. Ein Pilz! Übrigens kommt jetzt Wüste, es ergibt absolut Sinn nach einer Glaslandschaft. Ja, Glaslandschaft. Die wir eben definitiv hatten, diese Glaslandschaft, ne? Ich habe mich da auch nicht irgendwie versprochen und meine Graslandschaft. Nein, das ist wirklich hundertprozentig Glaslandschaft. Toll, wegen 3 Münzen, von denen ich nur 2 mitnehme, soll ich jetzt da rauf, oder was? Schrecklich, dieses... War da nicht eben noch eine Plattform? Das ist schön, wenn die mal zurückkäme. Ach, da war's. Ich bleib lieber gleich ganz da oben. Und dann geht's hier nicht rein. Sehr gut, ich mag Löcher, in die ich nicht reinkomme. Ah. Das sind meistens Löcher von Arschlöchern. Der Witz kam jetzt nicht so gut. Moment, das sind Brudermünzen. Kann ich mir noch ein Leben sammeln? Kann ich mir noch ein Leben sammeln? Nein. So. Jetzt weiß ich nicht, wo es hingeht. 10 Münzen. Gerade so, aber ich sehe sie. Nein, das ist nicht hoch genug. Ah, nicht da runterfallen. Kommt da nicht hoch. Er kommt da gar nicht hoch. Ist gar nicht möglich, da hochzukommen. Hui. Ich glaube, ich muss in die Höhle. Und weiter geht's. Eiter weiter. Wir eitern immer weiter, Eiter. Münzen. Ich will nicht wissen, ob ich da wirklich reinkomme. Oder ob die Münze nur so aus Spaß da lag. Die Dinger fallen mit einer Geschwindigkeit. Man kann es nicht in Worte fassen. Wow. Und dass das eben funktioniert hat, dass ich da eben noch hochgekommen bin, drauf gelandet bin, ach ja. Geh doch. Ach ja. Ich hasse den Level-Designer. Der wird geschlagen. Alle Level-Designer. Nehme ich die Münzen noch schnell mit. So viel Zeit muss sein. Stachel, Kopf, was auch immer. Wie auch immer die heißen, interessiert doch. Ach, leck mich doch. Schon einen Pilz verloren.
Wow, 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 wow. Man muss nicht alle Gegner töten, aber es hilft. Geht da mal irgendwie auseinander. Genau so ungefähr, irgendwie, keine Ahnung. Blume, gehen wir zurück ins Rohr. Fährt denn die Plattform dahin? Zu einer Münze oder was? Ach, leck mich doch. Nein! Ach. Wow! Ah, mein Stern! Wow, wie habe ich das jetzt gemacht? Meine Güte, war das eben gut. Ach. Oh, ich dachte, da geht's vielleicht auch rein. Na, dann kommt da was raus. Oh, ist noch nicht vorbei. Nein, ich kriege noch mal wieder einen Pilz. Nochmal wieder. Kriege ich hier vielleicht noch irgendwas? Wohl nicht. Ja, dafür mussten wir extra noch. Ich weiß nicht, ich habe da gerade so ein ungutes Gefühl. Ich speichere mal ab. Nee, für den Geisterpilz springe ich jetzt nicht in den Tod. Für eine Blume, ja, aber für den Geisterpilz. Und tschüss. Ja, und jetzt springen wir da drauf und dann darüber und dann da drauf. Ach nein, ich bin schon wieder auf die Plattform gefallen. Jetzt leckst du mir doch einfach mal am Arsch. Jetzt mach schon, leck mich am Arsch. Ich steh doch da drauf, weiß ich doch. Und tschüss. Und komm, Münze. Hui. Hätte ich springen müssen, ne? Ich hasse Jumpruns. Ich kann sie einfach nicht. So das Hauptproblem nachher. Hallo? Irgendwie wollte ich dich ursprünglich da runterschmeißen lassen, aber naja, geht wohl nicht. Keine Ahnung, wo die jetzt hingeflogen ist, aber ist mir auch egal. So, ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo? Eben hat meine Steuerung kurz nicht reagiert, warum auch immer. Ich hasse dieses Spiel. Wo auch immer du herkommst, nach und da, okay. Kann mich bewegen, ohne meine Füße zu bewegen. Ich bin so gut. Wie ich eben sagte, wie ich schon mal sagte, die Hitbox. Ich glaube, ich werde dieses Ding nie fangen. Nie im Leben. Es ist unmöglich, dieses Ding zu fangen. So, von Münzen mitnehmen. Vielleicht noch ein Leben. Ja, ich spring nochmal zurück. Ach komm schon, die paar Stacheln. Ich hatte schon größere und härtere Dinge in meinem Hintern stecken. Zum Beispiel meinen eigenen Penis. Ach so, hier wird jetzt gar nichts ausgelöst. Schon recht geil, ne? Was denn? Ach, fuck, ey. Stand ich eben auf der Kugel? Dem Baron von Münchhausen. Ich kann auf Kuh.
Ich, verdammte Scheiße! Wie ich das hasse, warum ist das? Ist das wirklich mein Gamepad oder ist das irgendein Bug? Nein, ich dachte, ich schaff's noch. Ja, ja, komm, load. 4.17 Uhr schon, ach komm. Ich soll vielleicht mal ins Bett gehen, ach, Ivo. Ich muss doch morgen erst um 6 Uhr früh aufstehen. Da kann ich locker noch eine Stunde spielen, bevor ich ins Bett muss. Wo bin ich hier überhaupt? Warum ist der Hintergrund schwarz? Weil so groß kann die Halle nicht sein, dass da alles schwarz ist. Vor allem mich mit einer Fackel stecken. Oder stehen die in der Luft? Das ist Magie am Werk! Brennt den Hexer, der das entwickelt hat! Jetzt wäre die Plattform weg. Das Pult wollte ich jetzt sagen. Ja, das Pult fährt. Das ist übrigens so eine Pflanze, die mich töten kann, wenn ich da drauf stehen bleibe. Deswegen bleibe ich da gleich mal drauf stehen. Hallo! Du bist voll winzig. Ich bin so gar nicht beeindruckt. Und tschüss. Ich geh lieber nochmal runter. Ach, das war jetzt ein Konter. Aber gut, dass ich Steuerung noch kann. Wo ich zwei Jahre lang gespielt habe. Was? Ich. Ah, was ist das? So scheiße. So extrem habe ich es beim Super Nintendo Emulator zum Beispiel nicht. Gebt mir halt mal einen Pilz, ihr Arschgesicht. Na, oh, da ist ja auch wieder nichts drin. Alles so scheiße! Das macht man nicht. Man macht nicht alle Blöcke leer. Da braucht man gar keine zu setzen. Wird die Blumen nicht auch drin bleiben, wenn man das Ding benutzt hat? Also die Welten sollten sie auch mal neu anordnen. So der Schwierigkeitsgrad entsprechend. Moment, mit dem Pilz bin ich doch auch groß dann, oder? Nein! Ach, das ist mitten in der Luft aufgehört, hat mich total irritiert. Das können sie nicht einfach machen, dass es einfach so aufhört. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, los. Ja, ja, komm, starte. So, rüber, rüber, rauf, rund. Alter, ich bin ja unsichtbar. Muss ich wen Gas geben? Dieses Spiel. Kann ich da auch wieder rausgehen? Nein. Ein dann only. Zum Exit bitte diese Todesstrecke bewältigen. Danke. Muss der Notausgang ins Feuer gehen? Gibt's nicht. Tut mir leid, dann muss ich diese Lokalität schließen.
keinen Notausgang. Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt aber. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl. Es kann also nur nichts werden. Hallo. Na, Kollege, wie geht's? Haha, voll die große Kanonenkugel abgeleckt. Heute warte ich mal nicht auf ihr. Also auf der Kanonenkugel. Nicht auf das, was ihr jetzt schon wieder denkt. Da wären Schweine. Bin keiner der Pferde malträtiert. Nein. So ein krankes Schwein bin ich nicht. Hey, kann ich dich töten? Komme ich nah genug ran, um es da rauszufinden. Was würde man Pilz in eines dieser Dinger tun würdet? Oder eine Feuerblume? Oder eine atomare Rakete? Atomare Bombe. Die ich dann werfen könnte. Ach, was zur Hölle ist das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Oh, lass ich erstmal das Ding zünden. Das ist eine zündende Idee. Oh Mann. Das ist wieder eines dieser Level, die nicht enden wollen, ne? Da hat das dumme Ding jetzt nicht gerechnet. So, ich kann jetzt einmal links gehen, einmal rechts gehen, einmal nach unten. Wo muss ich denn lang? Oben, unten, links, rechts? Das ist so eine Sache, wo muss ich lang? Gibt's zwei Wege? Da gibt's irgendwas zum Mitnehmen. Pilz! Na endlich mal! Endlich mal was Sinnvolles, tschüss! Ha, geil! So, hopp, verpiss dich mal da oben. Ja, ich muss also schon mal da rechts rauf. Oh, zum Glück sind hier unten keine Pflanzen, hier sind noch diese verrückte Cooper Shell. Hey, wenn ich den da oben rauf bekäme, bekomme ich eh nicht rauf. Wenn ich selbst da oben rauf käme, ohne gleich eine Blume da zu verrecken. Und wenn ich so weitermache, kriege ich das Ding da oben noch runter. Ne? Komm so, noch ein Stück. Naja, fall mir auf den Kopf. So hatte ich mir das vorgestellt. Na also, so. So, mit nur noch einem Herz, wollte ich jetzt sagen, ja. Mit einem Megaherz läuft mein Rechner gerade, während ich hier spreche. Ja, ist eine ordentlich, hat ganz ordentlich Leistungsfähigkeit hier zieht. Ja, man sieht halt auch einfach mal die Gegner dann gar nicht teilweise mal wieder. Teilweise mal wieder ein Blablabla was trinken. Oh Gott, hier, nee. Muss ich denn da schon wieder hinspringen? Ach, die Plattform da drüben. Sie sind langsam, aber können tödlich sein. Plattform. Nein! Da ist die Tür! Fick dich. So kurz vor der Tür. Ich wünschte, ich hätte noch die Pflanze gehabt. Die Blume. Den Pilz. Ach, Pflanze, Blume. Pilz. Ich wünschte, ich hätte einen Schnitzel. Nein, nicht! Ach, scheiße Rutscherei. Ja, dann nehme ich den Pilz eben mal nicht mit.
Nimm bitte. Ach ja. Ich glaube, es gab doch nur 3 Welten und nicht 4. Ich hoffe es einfach mal. Ich spiele nämlich, glaube ich, schon ein bisschen länger auf. Wow, ich stehe schon wieder in der Luft. Ui. Die nehme ich mal mit. Hallo. Haha. Ich bin so gut mal wieder. Kannst du mal wieder gar nicht in Worte beschreiben, wie gut ich bin. Ja, so war das gedacht. Naja, machen wir es jetzt. Scheiß Drecksding. Ich warte erstmal, bis das vorbei ist. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich... Diese Dinger nicht töten kann, nervt auch ein bisschen. Aber nur so ein bisschen, ne? Wow. Wow, wow, wow. Komm du doch mal her. Komm her. Brav, jetzt bleib weg. Nein, nein! Scheiße! Ach, Laden. Warum lädt er nicht automatisch? Das ist auch kacke. Also die Plattform fällt auch runter. Miau. Miau, 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 miau. Was? Ich? Was? Nein, was? Was? Warum? Sonst ist doch die auch immer... Ach, leck mich. Ich bin groß? Wusste ich gar nicht mehr. Jetzt wäre ich beinahe gesprungen. Scheiße. Da komm, du Kackplattform. Und tschüss. Kann ich mich auch mit euch unterhalten? Ich muss leider weiter. Kann man nichts machen. Aber es muss halt so sein. Es muss halt einfach sein. Komm mal her. Na komm, mein Freund, lass uns Ball spielen. Lass uns Freunde sein, für immer. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel scheiße ist? Warum habe ich das Let's Played? Ja, richtig, weil ich nur Scheißspiele Let's Played. Nein, nein. Ein paar sind dabei, wie die sind 1, die sind 2. Dungeon Lords, Diablo. Hey, man könnte auch so direkt drüber springen, auch schön. Wo war ja hier scheiß Spiele? Also Diablo, Forsaken. Was ist noch scheiße? Dieses hier? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall noch mehr Scheiß und so. Hui, 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 hui. Miau, miau. Ich bin der nicht rote Blitz. Ich bin der durchsichtige Blitz, den man nicht sieht. Und tschüss. Nein, ich... Ach, komm. Scheiß mir in die Hose, Blitz bin ich. Bin Itzenblitz. Blitz.
Ja. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Sind wir doch an derselben Stelle verreckt? Ach ja, doch eben nicht. Okay, das funktioniert so nicht. So werde ich dadurch nicht auch groß und bleib klein, also wenn ich schon klein bin. Nein! Ach, leck mich. Komm schon, du scheiß Dreckskabel, bleib hinten. Komm schon, ich wollte das unter 3 Stunden durchspielen. Na, wird wohl nichts werden. Toll, aber ich will das ein 3-Stunden-Video. Komm, beweg dich. Nein! Nein! Na toll. Na komm mal da runter, Baby. Und tschüss. So will ich überhaupt Münzen einsammeln, ich krieg eh kein Leben mehr zusammen. Ich kann nichts einsammeln, hey toll. Stehe ich ja drauf auf nichts. Wer sammelt nicht gerne nichts ein? Nichts mag doch jeder gerne, oder? Nimmt ihr nicht auch gerne ein wenig nichts? Ja. Tschüss, laden, komm, weiter. Spiel schon 1 geladen, ja, schreibt das noch größer hin. Wow, vielleicht da beinahe reingesprungen? Das wäre nicht so gut gewesen. Weil doch, hier bin ich ja noch groß, von daher nicht so. Nein, ich! Ach komm! Das. Es ist doch so ein Kotzen. Komm, ja, flieg wenig schneller. Tschüss! Ach, weißt du was, diesmal lade ich gleich. Muss doch mal möglich sein, dass ich da auch als Großer durchkomme. Außer wäre ich eh gleich wieder gestorben. Nein! Doch! Leck mich doch! Nein, nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Komm, lad. Start. Oh, jetzt zeigt dir die Musik leicht auf die Nerven. Schlechte Musikwahl. Hätten sie auch was Gutes genommen. Wie, keine Ahnung. Gibt bestimmt irgendwelche Lieder, die heißen, alle Menschen müssen sterben. Nein! Ach komm, warum rutsche ich da immer so extrem noch weg? Ja. Also die Levels sind insgesamt, also die einzelnen Level vom Schwierigkeitsgrad her bauen die. Was? Ach, ich kann mal wieder auf der Kanonenkugel reiten. Bauen die, nein! Die Reihenfolge her ist sehr schlecht gewählt. Ich meine, erst kommen ewig einfache Level, dann kommt so ein pervers schweres Level, dann kommt wieder einfache Level, dann wieder schweres. So baut man auch kein Spiel auf. Ich meine, das wird langsam, muss das schwerer werden. Nein! Ach nein! Na, komm. Zum Kotzen! Komm, wir brauchen mal bis dahinter! Der war gut, ja?
muss man schon trinken. Da wir das Spiel jetzt irgendwann bald mal durchspielen gehabt haben darf. Man sieht noch schneller. Wow. Das ist einfach so aufhören kann. Nein, da muss noch ein stehendes Bild kommen und Geräusch und alles. Das irritiert auch nicht den geringsten. Und sollte es auch. Nee, danke. Heute keine Lust. Jetzt bin ich wenigstens groß. Mit meinem blauen Shirt. Das ist so geil, ne? Ich sage euch, blaues Shirt mit einem M drauf, kriegt ja jede Frau. Ha! Haha, dumme Kugel. Geh lieber zum Zahnarzt. Nein, ich! Ah! Hasse es. Ich komme da nie groß durch. Blindjump. Blindjump, ja. Ich kann blind nicht auf Englisch aussprechen, deswegen spreche ich es mal auf Deutsch aus. Alter. Und das knapp sagen, würde ich sagen, ja. Das war nicht mehr knapp, das war... Nein, nein, nein. Geht doch immer beieinander. Nein, nein! Nein! Verdammt, komm schon. Ah, das ist doch schon das vorletzte Level oder so, glaube ich. Hoffe ich. Ja, das war jetzt. Das war geschickt. Also nochmal laden. Boah. Komm schon. Ja, jetzt habe ich wieder Pause angehalten. Das schaffe ich es wieder nicht rechtzeitig. Nein, ich hab doch. Ach, leck mich. Nein. Lad mal gleich mal wieder. WN06. Win06. Es gibt gar kein Windows 6. Ach nein, nein, nein. Ich will doch mal groß durchkommen. Muss doch möglich sein. Wow. So wie bei Super Mario und unten bleiben, wenn man springt, ist ein wenig verwirrend. Vor allem, wenn man gewohnt ist, dass es wie in Super Mario unten bleiben, weil man Super Mario zuletzt gespielt hat. Und dieses Spiel schon ewig nicht mehr gespielt hat. Fällt immer wieder drauf rein dann. Und tschüss. Ich gehe lieber runter. Ist mir so unsicher. Ich gebe das Ganze mal richtig hektisch an. Halt, halt, halt und jetzt springen. So, lass mal das Ding vorbeifliegen. In welche Richtung rennst du jetzt? Du, weil du jetzt wieder weg bist. Wenn du mal wieder weggehst, danke. Warte mal, bis du weg bist. Wow, 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 wow. Was? Nein, jetzt ich, was? Kack Spiel, warum scrollst du jetzt den Bildschirm zurück? Oh, ich hab zu weit vorgescrollt, das scroll ich wieder zurück. So, lassen wir es vor diesem Bullet-Verschnitt kommen.
Wow, ich bin so weit gekommen mit meinem Pilz. Ich pack's nicht. Ach nein, den wollte ich doch jetzt nach. Und tschüss. War nett, sich mit dir unterhalten, Mann. War wirklich nett. Blume, ja! Und ein Bonner. Und jetzt fehlt mir noch den Pilz? Den Pilz. Na also. Dann ist der auch schon mal entschärft. Dich töten wir auch noch. So. Dich können wir nicht töten, aber jetzt. Nein! Ich hab doch in die andere Richtung! Ach, fick dich! Das ist wieder weg, natürlich. Ich hasse es. Nein, ich geh da jetzt noch nicht drauf. Ich will da vorbei. Da ist noch eine Plattform, da muss ich jetzt noch rüber und dann kommt auch schon die Tür. Wow. Noch eine Plattform. Aber dann kommt die Tür, oder? Da ist die Tür gleich. Ich will noch den Pilz haben. Schneller ist der Gegner, sehr gut. Ach, scheiße, ich dachte, du kommst jetzt wieder in meine Richtung. Wieso könnt ihr nicht entscheiden, welche Richtung ihr geht? Ich glaube, da kam jetzt der Endboss. Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Schauen wir doch mal. Ja, der Endboss. Wie habe ich den wieder besiegt? Ich erinnere mich jetzt mal an Pilz. So, bei den anderen Pilzen noch hätte ich jetzt eine Blume. Keine Ahnung, ob mir das was bringen würde, aber. Klappstern! Backt leicht! Wow! Riesige Schildkröte. Die knurrt wie, weiß nicht, ein Löwe? Doch muss es machen, dreimal. Da gäbe es Sinn. Ist ja ein Mario-Klon. Na also. World. War danach nicht Schluss? Nein, anscheinend nicht. Ach nein, nach Welt 3 kann er wohl nur der Endboss. Was? Ich. Ja, ich bin irgendwie rein. Ja, schon klar. Ach, die kommt nur ganz kurz raus, diese Blume hier. Und die da auch. Sind miese Blumen. Ich hasse kurze Blumen. Was? Och, willst du mich verarschen, Spiel? Schön, die sind getan, toll. Und noch mehr von diesen Stacheldingern, na, ganz toll. Also gab es doch 4 Welten, hatte ich doch am Anfang recht. Ich behaupte dir was anderes. Was? Nein! Aus! Oh, das sind noch so viele Welten. Zu viele Levels und ach. Hören wir doch auf. Nein! Ja, wie ich der Pilz mir nicht ab. Und tschüss. Da kommt. Tschüss. Blume. Jetzt wird eingeheizt. Jetzt wird es heiß her hier. Den Pilz will doch niemand.
Ich nicht, du nicht. Wir alle nicht. Kommt da eine Blume raus? Nein. Da kommt eine raus. Hab ich doch. Nein! Ach, fuck. Okay, jetzt soll ich langsam mal speichern, weil jetzt habe ich keine Leben mehr. Aber nach Welt 4 war es sicherlich Schluss. Da bin ich mir jetzt sicher. Wenn ich Welt 4 noch irgendwann mal noch schaffe, in 200 Stunden. Gut, dass ich gespeichert habe. Können nach dem Endgegner war Schluss? Nicht? Vier Stunden spiele ich denn überhaupt schon? Nein! Ach, fuck! Ja, toll, jetzt kriege ich wieder keine Blume, wollte ich sagen, aber das hat sich gerade erledigt. Endlose Game Over in Spielen. Ich hasse das. Unterwegs kann man sie abbringen. Ich kann nicht weiterspringen, sagt mir das doch. Das sagt ihr, pfeift mir das wieder nicht. Seid so nutzlos. Aber wozu habt ihr überhaupt abonniert? Ihr zahlt mir kein Geld? Ihr hilft mir nie? Oder wenn, dann viel zu spät? Wie seid ihr gut? Verpisst euch! Nein, ich war doch drauf. Ich will da nicht. Nein. Nein. Was? Ich dachte, die lösen sich dann gegenseitig auf. Ach, scheiß Panzerer. Ja, ja. So, Pilz. In der Luft fangen. Und warte dich vor der Schildkröte, die mich töten kann, warum auch immer. Zweimal Stachelgegner. Da komme ich locker drüber. Jetzt geht's hier heiß her. So, tschüss. Und tschüss. Was? Warum? Ach, komm! Gibt's doch nicht! Schon durch den scheiß Plattformfall. Warum auch immer. Falle ich doch einfach mit durch die Plattform. Warum auch nicht? Nein, du sollst da hoch. Und im Sprung den Pilz noch mitnehmen. Ja, voll. Fall nur runter. Na, dann auf gehe ich gleich gar nicht mehr, weil oben ist eh nichts Interessantes. Ah, es nervt. Komm schon. Es darf doch nicht wahr sein. Und der... Ach komm, warum? Ach, da kommt der Gegner, da ist auch ein Gegner. Ach, leck mich. Und tschüss, ich muss weiter. Hab leider keine Zeit für euch. Ich. Und dann rutsche ich runter mit hoch. Komm schon. Ich will dafür nicht länger als 3 Stunden brauchen. Ich fand's beim ersten Let's Play schon verflucht lang.
Oh! Ja, toll. Toll, 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 toll. Warum treffen die mich überhaupt, wenn sie ein Stockwerk tiefer sind? Geht ja mal gar nicht hier. So, spring rüber, rüber, rüber. Dann die Blume auch holen. Och, komm! Ja, Level Start, komm. Warum kann ich nicht gleich wieder Reset starten? Also im Level direkt wieder dann. Schon Bescheid, ne? Was ich meine. Nö, aber. Doch, die ähnliche seid ihr zu dumm, das zu verstehen. Deswegen habt ihr mich auch abonniert. Damit ich euch Dinge erkläre, die ihr gar nicht verstehen könnt. Aber das mache ich nicht, weil ich bin ja nicht blöd, ne? Aber ich kann mir solche Sachen gar nicht erklären. So, jetzt bin ich wieder der Müllermeister. Okay, wir rutschen mal an die Spitze der... Na also. Da rüberwerfen? Ja, kann ich. Noch mal ein paar Werte rüberwerfen. Hallo. Ach, ich hasse diese Blöcke, die jetzt drin ist. Warum kann ich die nicht anzünden? Könnte einfach überall drüber gehen, gut. Moment, was ist da oben drin? Wahrscheinlich ein Pilz nur, aber... Geister, ne. Kann ich, glaube ich, keine Flammen mehr schießen, oder? Also, Flammen, ja. Feuerbälle. Glaube ich eher das Wort, das ich suche. Nein! Ach, egal, durch die Türen raus. Super, nochmal verreckt kurz zum Schluss. Verreckt. So schlimm war es nicht, aber... Nein, es fällt mal Pilz da unten bei dem Ding rum. Ja, das war klar. Das haben wir alle kommen sehen. Sauer 2-2, ja, ja. In dem anderen Ding ist wahrscheinlich gar nichts drin, oder? Ja. Woher wusste ich das jetzt nur wieder? Komische Sache, ne? Ich kann in die Zukunft sehen, wie es aussieht. Ich kann Dinge sehen. Irgendwo wurde da was abgeschossen. Ich hab keine Ahnung. Irgendwo? Das Ding da unten gleich gestorben und was auch immer. Was? Ach komm, noch mieser kann man so gar nicht mehr verstecken, oder? Na, ist jetzt wahrscheinlich wieder alles leer, ne? Ja, wahrscheinlich. Leben, ich will lieber einen Pilz oder was? Oh. Fangen wir immer noch mal von vorne an. Ne? Pilz, den will ich mitnehmen, den will ich mitnehmen. Rüber und dann nochmal rüber und dann da drauf. Nein, nicht da drauf. Ich glaube, da käme was raus. Hm. Ja, man sieht das Ding nicht gleich, wenn man, nicht, wenn man jetzt nicht weiß. Weiß nicht. Oder ist das schwer. Thank you.
auch das Leben da noch mal mit. Hoffe ich mal. Ja, ich nehm's mit. Gut, ich nehm's mit. Haha, da hast du geguckt, wie du schaust, ne? Nehm ich auch noch mit. Nichts. Warum denn auch nicht? Etwas wäre viel zu viel. Zwei sind natürlich ist da nichts. Okay. Was? Ich soll da ernsthaft? Ich soll von hier bis darüber springen? Wow, 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 die Entwickler spinnen doch. Jetzt? Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen, soll ich denn da jetzt noch rüberkommen? Oh, das ist... Und jetzt? Wohin jetzt? Auf die Wolken? Wow! Nein! Eispilz, den hätte ich gerne. Das ist zwar keine Feuerblume, aber ich kann gegenwegs einfrieren. Und dann hau ich auch mal ab. Kommen da noch vier? Naja, viel nimmer. Fällt mir an, ich würde glaube ich noch was machen. Hätte ich die Kamera nicht einfrieren, haben wir festgestellt. Du kannst sie nur zur Umkehr bewegen. Die halten, die kann man nicht sonderlich lange einfrieren. So, ich nehme einen Ersatzpilz mal mit. Ich muss mich mal kratzen. Scheiß Läuste immer. Das kennt ihr bestimmt, das ist total nervig. Was zur Hölle? Kann ich Kreissägen einfrieren? Kann ich auch einfach mal durchfallen? Warum nicht? Mir fällt nicht gerne einfach mal durch. Hm? Oh, jetzt habe ich nicht gespeichert. Das heißt, ich muss es jetzt in einem Mal schaffen. Entweder das oder ich darf zwei Level neu machen. Eispilz. Das erhöht schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe. Na komm. Tatsache, dass er langsamer ist als der andere, deswegen scheiße. Nur ein wenig. So, und jetzt möchte ich da mal möglichst nicht durchfallen. Noch ganz da unten. Oh, ein Ersatzpilz, okay. Oh, fuck! Ich dachte, das Ding würde nicht runterfallen. Ah, jetzt will ich die Welt nochmal machen. Ja, komm. Ja, was ist schön war. Na komm! Mann, stell dich mal nicht so an hier. Oh nein, wo ist der Pilz? Wo ist der Pilz? Wo ist der Pilz? Ach, na ja, klar. Warum habe ich danach nicht gespeichert? Das sieht man, wie nutzlos meine Abonnenten sind. Sage nichts. Noch nutzloser kann man nicht sein, oder? Ach komm, Fall. Mann, Mann, Mann. Wow. Also das nicht... Der war knapp. Der war richtig gut. Ach so, nein, das Ding stirbt, weil keine Plattform drunter ist. Ist
natürlich auch in Ordnung. Es ist mir ehrlich gesagt sogar scheißegal, warum. Solange es stirbt, ist der Rest mir alles egal. Ein Pilz als Reserve nehme ich mal mit, jawohl. Nichts. Auch mal mit. Weil das Nichts in meinen Nichtsminen bald schon zu Ende ist. Den Pilz brauche ich jetzt nicht. Uiuiui. Nein, ich muss noch nicht warten. Dann springen wir einfach wieder irgendwie hier rüber. Ach, ich kann den nicht als Ersatz machen. Ich dachte, ich könnte ihn gleichzeitig irgendwie hinein. Jetzt habe ich zwei Leben, brauche ich jetzt noch nicht sichern. Wäre die Feuerblume lieber gewesen. Die Türe, die Gegner da unten nämlich mit Anhieb töten. Jetzt habe ich noch einen Eispilz als Ersatz. Oder noch nicht. Nein, ich... Ach, leck mich. Nehme diesen Pilz mit hier. Ich kann da nicht darauf so springen. Darauf so, ja, ja. Was? Ach, der hat schon wieder sich bewegt. Na klar. Ich gehe den Weg oben lang. Nein, 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 nein. Rutscherei hier immer. Ist doch nicht auf Eis. So, Sägeblatt erstmal verbrennen. Ist ja bekannt, Stahl brennt total leicht. Ne? So, wo sind jetzt hin? Fahr mich rüber. Doch, ich sehe dich nicht. Ich hätte dich wirklich fast nicht gesehen. Oh. Ich denke mal noch so 3-4 Level. Also nach dem Level. Nimm mich mal mit. Kann man so stehen lassen. Mal verbrennen. Aber ich muss sagen, die Level sind jetzt wieder deutlich einfacher als die davor und Danger. Na, dann gehe ich halt nicht darunter. Dann gehe ich halt da lang, ne? Also das andere runter nehme ich dann, um runter zu kommen. Wie auch immer. Wie Mario Bros. 3, wo man mit dem Hammeranzug alles töten kann, außer die Endbosse, also die den großen Schlössern. Die den kleinen kann man auch mit dem Hammer töten. Oder die Geister. Oder die Thromps, oder wie auch immer die heißen. Thromps? Keine Ahnung. Ich muss die... Fick dich! Namen nicht kennen. Ich hab noch eine Feuerblume. Ja. Pins kriege ich wohl nicht mehr. Nee, den kann ich, glaube ich, jetzt ziemlich in die Tonne stecken. Naja, solange ich es nur in die Tonne stecke und nicht woanders hin. Na, hätte ich den Pins vorhin schon aufgehoben, hätte ich jetzt noch eine Blume. Naja. Oder vielleicht eine Eisblume. Hm, man weiß es nicht. Eispilz ja mehr, ne? Man weiß es ja nicht. Na komm. Geh wegen näher ran.
gehen näher ran. Ich gehe rein. Wir gehen rein. Den könnt ihr behalten. Wieso tötet ihr euch nicht? Mich würde er töten. Oder klein machen. Aber ich habe immer noch was anderes, das lang ist. Ihr versteht, was ich meine. Und zwar diese Banane hier. Uiuiui. Und tschüss. Ich stehe da mal einfach wegen der Luft. Ich hänge mal wieder in der Luft. Und was natürlich wieder in die andere Richtung. Und tschüss. Oh, Brückchen, da gehe ich mal drüber. Und hier muss ich wohl... Muss ich hier nach rechts oder nach links? Weil hier geht's schon nach links und... Und du gäbst wahrscheinlich nur einen Pilz oder sowas oder eine Blume halt, aber habe ich schon. Oh. Voll der Windeffekt hier. Oh, jetzt schon wieder. Kann ich die auch abschießen? Nicht getroffen. Ja, krieg ich das nächste Mal. Nein, den möchte ich nicht mehr. Ich bleibe bei meinem Feuerblümchen. Ein Feuer. Ich bin echt Feuer und Flamme für dich, Blümchen. Du mich auch spielen. Was? Ernsthaft? Wer hat die Levels aneinander gereiht? Oh, es sind noch drei Level. Also nach dem einen Level, wo ich es gesagt habe. Ernsthaft, wer hat diese Levels aneinander gereiht? Ich gehöre doch geschlagen. Ich meine, das sind ewig einfache, kommen nach ewig schweren. Tschüss. Und tschüss. Was? Ach, die kommen von oben nach unten und nicht von links nach rechts, ist doch. Was? Was soll denn der Mist jetzt? Könnte sich einfach die Verhaltensweise der Gegner ändern. Ich kann aber einfach mal runterfallen. Das ist dann auch mal wieder ein guter Zeitpunkt, um zu sichern. Langes Spiel, ne? Und ich hätte doch nicht sichern brauchen. Naja. Ich hätte nur rüberschmeißen können, dann hätte ich da schon mal welche. Ist mir weg, das Ding. Nichts drin. Doch so nett. War da nicht vorhin noch eine Eisblume, Eisbing drin? Achso, ist wahrscheinlich nur drin, wenn da ich Feuerblume oder so habe. Das wäre eine Erklärung. Ja, ja. Tu mich auch. Oben nach unten, ich glaube es nicht. Das widerspricht doch jeglicher Logik. Das geht doch so nicht. Wow. Wow. Wenn das nicht knapp war, weiß ich auch nicht. Und raus. Oh nein, da ist noch ein Level. Aha, verstecktes Level. Da haben sie keinen großen Platz gemacht, um mich zu ärgern. Ja. Scheiß rassistischen. Geh von der Pflanze weg. Nein, boah. Was? Na, schön, 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 ja. So habe ich mir das vorgestellt. Pilz. Yeah, ich bin voll der Große. Ich bin voll der große Junge. Was? Nein, ich... Bin tot! Bin voll der große tote Junge. Ich kann mir schon ganz alleine in die Hose machen.
Grins. Da muss ich wohl auch drauf springen. Drauf springen. Oh. Lass mich raten, die anderen sind auch belegt. Ja. Nein! 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 Na richtig fail. Heute einfach mal alle Power-Ups wegschmeißen. Hey, ich hab den Ausgang gesehen. Glaube ich. Eine Tür habe ich auf jeden Fall gesehen. Und hätte ich den Stern erwischt, hätte ich es noch geschafft, die Tür. Schön, nicht? Richtig schön. Hätte es wohl gerne fressen lassen, was? Ja. Aber so schlau bin ich. Ich springe nämlich lieber in Abgründe. Das ist eins meiner Hobbys. In Abgründe springen. Hola. Will ich gerne in Abgründe springen. Ich kann kotzen. Ich will doch nur schneller ein 2-Jahre-Special machen. Warum will denn das Spiel es nicht mal schnell durchspielen lassen? Ist kein Spiel für die schnellen. Nein! Ach. Warum sei denn Pilz überhaupt auf? Ich verliere ihn eh gleich wieder. So weit wollte ich nicht nach links. Yeah. Na komm. Und tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Was ist denn da rechts noch? Eine Röhre. Wow, 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 was? Ui! Also diesmal Knopf. War das die unten etwa die falsche Tür? Gibt's ja auch Fake-Türen. Ah, fuck, fast hätte ich's erwischt. Wieder abwärts, ne? Hoffe ich mal. Irgendwas habe ich getroffen. Ach, da gibt's zwei Türen, wie es aussieht. Die untere wäre wahrscheinlich die falsche gewesen. Ja, ich gehe durch die Tür. Nimm die Tür! Ach nein, jetzt kommt der Endgegner. Ach, das Ding. Ich erinnere mich. Ah, ich wusste doch. Jetzt erinnere ich mich. Da gab es einen zweiten Endgegner. Der war noch viel beschissener als der erste. Und der ist nicht beeindruckt durch meine Feuerding. Wenn wir den mit der Kugel vielleicht erschlagen? Rutscht die so leicht nach vorne oder bin ich mir das nur ein?
Hey, es funktioniert tatsächlich. Der war nicht so gut. Ich glaube, ich komme da nicht rauf. Glaubst du nicht, ne? Ah ja, richtig. Das war der Scheiß-Endgegner. Der wird immer schneller. Das war die Scheiße. Man kann den auch nicht überall verwunden. Wie man sieht. Aber er kann einen überall verwunden. Ich habe dich gesichert, ne? Ach nein, die Welt. Ja, okay. Die Welt endet ja mit ihm. Es würde wohl passieren, wenn ich durch die erste Tür gehe. Wahrscheinlich komme ich da gar nicht durch. Nein. Ich glaube, da mache ich mal von meiner Speicher in. Da zeige ich euch mal das Speichern im Spiel. Das Spiel hat übrigens keine Story. Für den Fall, dass jemand danach fragt. Story, das ist was für Scheißspiele. Das hier ist ein High-End-Super-Spiel. Das braucht keine Story. Es hat Grafik! Ah, ja. Schau die Grafik an, die Grafik, geilen Hurensöhne. Ich bin kein Hurensohn. Mein Vater war einfach jung und brauchte das Geld. Halt, Moment. Oh, schon tot. Nein, das bin ich klein. Ach nein, mein Stern! Jetzt gehe ich mal durch die erste Tür. Aber mal zu schauen, ob das überhaupt geht. Ja, es geht. Jetzt gehe ich klein zum Endgegner. Naja. Okay, jetzt kann man hier safe klicken und dann kann man hier drauf klicken und dann verliert man, wie man sieht, oben rings 3000 Punkte. So, jetzt muss ich als kleiner Typ den Gegner besiegen. Keine Reserve, nichts. Weil irgendwie sollte man auch bestimmt da oben rankommen können, oder? Weil immerhin. Scheiße. Auch ich nicht so genau weiß, wie das gehen soll. Haha! Ja, das sind irgendwie Geräusche, so laut. Warum auch immer ich durch eine Tür gehe und dann in so einem Raum lande. Warum immer der Raum oben rot ist und ein schwarz. Ne? Warum auch immer hier Feuer drauf fliegt. Warum auch immer unten Lava ist. Sehr merkwürdige Innendekoration. Man trifft ihn irgendwann nur noch schwer, weil er so schnell ist. Kannst du nicht einfach in die Lava laufen? Kannst du nicht einfach so blöd sein? Kann man hier leibig laden und sie ist direkt im Boss. Im Boss, ja. Ich bin im Boss. Hey Süße, willst du mal der Boss sein? Du darfst dann auch in mir, ich darf dann auch in dir sein. Der war gekonnt. Ja, ja, da kann ich wieder, das kann ich wieder. Ja, Abfahrt. Was? Ach, leck mich. Ach nein, dann nimmt euch keinen Schaden. Dann lassen wir den Scheiß lieber gleich. Da oben ist wahrscheinlich ein Pilz oder sowas. Oder vielleicht ein Stern? Komm ich da ran? Käme ich da ran? Oh. Boah. War ganz einfach der Boss, wie gesagt.
Oh, jetzt habe ich... Oh, Credits. Credits. Ja, da war der Florian Richter, Fluxy, Dedicated Developer, Organizer. Organizer in Projekten wieder, ja, ja. Okay, Faye, Nemo, Game Tester, German Publicity, Torrent Packager. Oh Gott, Torrent, es ist illegal! Oh! Grant, Jung, hier hört, 80, Grafikdesigner, Most Valued Person, MVP. Helios, Grafikdesigner, Robert W. Bowser Jr. Sauer 2, Level Contributor, Simpletoon, Developer. Markus Hippe, Frostbringer, Level Contributor, ja, der hat Scheiße gebaut, der hat die Levels nicht richtig zusammengesetzt. Debian Package, Debian, sehr gutes Betriebssystem, muss man sagen. Benutze ich selbst, sowohl daheim als auch beim Beruf. Wo waren wir denn? Mario Fink, Mario, Grafikdesigner, Website Grafikdesigner, Asa Support, ja, Poli Lila 86, Grafikdesign, Ursula Pip, jetzt habe ich Pick Girl verstanden, gelesen, verstanden, ja, der Text dreht schon mir. Konsum, Justin Locks Blonde, Justin Bieber, Musik. Ja, ich soll vielleicht weniger Scheiße schmannen und könnte ich den Text vielleicht auch mitlesen. Nein, das ist immer. Johnny Dali, John Line, Grafikdesigner, Gustavo Gutierrez, Enzo. Boah! Er legt sich solche Namen zu. Thanks zu Jason Cox, Zox, Hans de Goethe, Hans X, Patrick X, Roland Gonzalez, Rollers World. Kommen da noch mehr? Nein. Okay, zurück. Ja, das war... Oh, das ist alles wieder. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Schön. Man kann hier auch alle Levels einzeln spielen, wenn man das möchte. Hier gibt es auch Tutorial-Level. Cool. Habe ich da eben Tower 2 gelesen? Nein. Ja, habe ich natürlich nicht gespielt. Nein. Und ja, also das war mein 2000 Abonnenten... 2000 Abonnenten? Was laber ich da? Mein 2-Jahres-Special. 2000 Abonnenten. Ich mach kein 2000 Abonnenten-Special. Oh, ich bin tot. Ja. Da gibt's noch mehr Levels. Ladet euch halt runter und spielt selbst. Das war mein 2-Jahres-Special. So wollte ich sagen. 2 Jahre auf YouTube das Spiel. Das wollte ich schon länger mal neu spielen. Weil beim ersten ist mir die Qualität nicht so gut. Ja. Ich werde es wahrscheinlich bei Specials und bei den ersten Let's Play dranhängen. Ja, ja, kann man ja mehreren Playlists hinzufügen, hoffe ich. Noch nie gemacht, aber wird schon passen. Doch, habe ich schon mal aus Versehen. Ja, schönes Spiel, nicht so schwer, wenn man von einigen Levels absieht, wo man gern mal und wenn man gerne in Abgründe springt als Hobby, so wie ich, dann wird es schwer. Es soll ein Spiel geben, wo es nur darum geht, in Abgründe zu springen. Ich würde es Let's Playen. Sofort. Ich würde 50 Euro dafür bezahlen, um es zu spielen. Um es zu kaufen. Ja. Läuft übrigens über SDL. Ja. Das war's mit einem 2-Jahres-Special. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nicht. Nein, doch. Doch, ging schon. Ging schon. War besser als beim ersten Mal. Und ist auch von der Qualität her diesmal besser als beim ersten Mal. Auch bei mir. Volle Kantbildung und so. Und loses RGB und alles, ne? Egal, Karl. Das war's mit Super Mario Chronicles. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.